Ja, hallo und guten Abend. Herzlich willkommen bei unserem Hearing. Einige sagen auch schon Hering dazu, weil sich der Fisch inzwischen in unseren Kreisen eingebürgert hat. Wir begrüßen insbesondere unsere Gäste, also die Teilnehmer des Hearings, eigentlich die wichtigsten Personen hier. Katalin Klenburg. Also das muss doch sein hier, wenn sich die Politiker schon hier in die Höhle der Löwen aus der ganzen Stadt wagen. Hat ein Zugehörigkeit? Was? Hat ein Zugehörigkeit. Die Linke. Okay, gut, dann mach ich mit dem Klatsch. Der frische Wind aus Treptow, habe ich mir sagen lassen. Oh. Ja. Hey. Katrin Schmidberger. Also die... Ja, das muss sein. Also das ist die kämpferischste Frau von der grünen Fraktion. Frau Lomscher, bitteschön. Ja. Frau Lomscher ist auch von der Linken, aber das weiß eigentlich jeder, deshalb habe ich es jetzt mal vergessen. Ja, und last not least... Zu meiner rechten Seite unsere Ehrengäste King Müller. Und die Geisel des sozialen Wohnungsbaus, Geisel. Beide haben hier ein Schild, da steht unten WSV drauf. WSV heißt Wohnungsschlussverkauf. Michael Effler. Ja, also Michael, wir kennen uns ja nun. Ich dachte, du bist für mehr Demokratie da, aber wenn du auch als Partei, also da bist du uns ganz besonders willkommen natürlich. Ja, also das Ganze hat eine besondere Bewandtnis. Im Moment geht die Entwicklung los, dass die restlichen oder ein großer Teil der restlichen Sozialwohnungen auch sozusagen droht, an den freien Markt zu geraten und mehr oder weniger verschenkt werden soll. Aber dafür hören wir nachher auch noch einen spannenden Beitrag oder zwei spannende Beiträge von Mieterstadt und von der Koloniestraße. Ich sage nur ganz kurz was zu dem Prozedere. Die Politiker sind da zum Hören und nur zum Hören. Wir hatten uns dann doch entschlossen, nach einigem Hin und Her, das auch dabei zu belassen und nicht noch ein Statement oder etwas anderes zum Schluss zuzulassen. Wir haben aber ein anderes Angebot, das Ergebnis sozusagen Protokoll oder das Statement, was die Politik hat, das schicken wir durch alle Verteiler, wenn es kommt, und damit beginnen damit einen weiteren Dialog. Und zwar in der Form, dass der Kontakt über die Verteiler organisiert wird und da auch ein Austausch stattfindet. Also das ist eine Möglichkeit, die, ich denke, sehr viel besser ist und sehr viel weiter geht, als sich hier noch ein bisschen hinterher rumzustreiten. Okay, ja, dann begrüßen wir André Holmier, der hier uns hilft, zur Seite steht und inhaltlich die ganze Zeit inhaltlich unterstützt hat und auch maßgeblich zu dem Zustandekommen dieses Projekts auch mit beigetragen hat. Danke, André. Dann auch von mir ein herzliches Willkommen. Und Kurt hat sich jetzt gar nicht selber vorgestellt, aber hat sich hier schon eingeführt mit seinen ungewöhnlichen Maßnahmen, mit denen er immer wieder gerne solche Veranstaltungen auch mit organisiert. Und meine Aufgabe heute ist es vor allen Dingen zu moderieren mit Kurt zusammen. Und bevor es richtig losgeht, gebe ich euch so einen kurzen Überblick, was heute passiert. Ja, wir werden jetzt noch vom Magnus eine kurze Einführung hören, wie die Idee entstanden ist, was wir uns als Initiativen, die es organisiert haben, davon versprechen. Dann wird es das tatsächliche Hearing geben, also für euch
vor allen Dingen das Zuhören und für alle anderen. Die wirklich wichtigsten Gäste sind nämlich diejenigen, die aus den Initiativen kommen. Und wir haben insgesamt 27 Initiativen, die heute was vorstellen können. Und da sind viele, genau, das ist Beifall wert. Und es gibt noch viele Initiativen, die wir in dem engen Zeitplan gar nicht berücksichtigen konnten oder die auf anderen Aktionen herumspringen. Ja, also das heißt, wir sind noch mehr als die, die heute hier sind. Da werde ich ganz streng werden. Ich werde sozusagen das Zeitregime kontrollieren, sodass wir auch alle Initiativen hören. Am Ende gibt es noch kurze Einschätzungen und wir hoffen, dass wir in 2 Stunden dann auch tatsächlich fertig sind mit dem Programm. Und wie Kurt es schon gesagt hat, das ist für uns alle sozusagen nicht der Endpunkt und das ist auch nicht der Anfangspunkt von Aktivitäten, sondern das ist ein Zwischenschritt, der notwendig ist. Und wir werden ganz sicher mit euch als Politik und mit Ihnen als Politik sozusagen uns auch weiter auseinandersetzen und werden ja heute viele Initiativen auch kennenlernen. Insofern, genau, die Vorworte. Und jetzt würde ich Magnus bitten, sozusagen uns einen inhaltlichen Input zu geben und dann steigen wir richtig in die Diskussion der Initiativen ein. Hallo, mein Name ist Magnus Henke. Ich bin hier von der Stadtteilinitiative Bies im Kiez, die sich wirklich hier in diesem Kiez, im Wrangelkiez, gegründet hat, weil wir hier eigentlich sämtliche Probleme, die so mit dem Wort Gentrifizierung verbunden sind, vor der Haustür haben und wir uns auch um sämtliche Probleme versuchen zu kümmern. Und insofern waren wir vielleicht auch ein Teil von den vielen Initiativen, die in gewisser Weise so einen Überblick schaffen konnten, weil das Besondere ist schon, dass wir heute wirklich so viele Initiativen zusammengebracht haben zu einem Termin und jetzt gemeinsam hier arbeiten können. Und dafür habe ich jetzt eine kurze Einleitungsansprache vorbereitet und ich werde sie einfach vorlesen. Wir, die Bürgerinnen und Bürger, stehen heute vor einer Zeit, für die diejenigen, die gemeinsam eine Regierung bilden wollen, angekündigt haben, dass sie gutes Regieren umsetzen wollen. Gemeint war damit hauptsächlich der Umgang miteinander, also Umgang zwischen und unter den Parteien, aber gestern und heute haben wir deutlich gesehen, dass es da heftige Spannungen und Probleme gibt. Ich würde jetzt trotz des zeitweiligen Abbruchs der Koalitionsverhandlungen mal davon ausgehen, dass die sich R2G wieder an einem gemeinsamen Verhandlungstisch einfinden. Viel wichtiger als der Umgang innerhalb und wahrscheinlich, also innerhalb der wahrscheinlich kommenden Koalition ist für uns, die wir einen großen Teil der außerparlamentarisch engagierten Stadtgesellschaft darstellen, dass sich gutes Regieren künftig darauf bezieht, wie der Senat und die beteiligten Politikerinnen und Politiker mit den Menschen umgehen, für die sie Politik ausführen. Damit Sie hinterher nicht sagen können, wir haben nicht gewusst, was die Menschen auf der Straße wollen, haben wir Sie heute eingeladen. Wir wollen Ihnen zeigen, welche Gedanken sich die Menschen machen, die in den Kiezen, in den Siedlungen, in den einzelnen Häusern den Stadtumbau mit leidvollen Erfahrungen erleben müssen. Was Gentrifizierung genannt wird, ist kein Prozess, der einfach hingenommen werden muss, sondern wenn Sie und wir, die soziale Stadt, darüber nachdenken, dann muss das Ziel sein, die üblichen Gentrifizierungseffekte einzudämmen. Wir wissen alle, dass die Antreiber der Verdrängungsprozesse in der Immobilien- und Finanzwirtschaft sitzen. Sie streben nicht nach einer lebendigen Stadt, sondern nach einer profitablen Stadt. Doch geben Sie den schönen Worten der Immobilienvertreter nicht auf den Leim. Was von denen Aufwertung genannt wird, ist in Wahrheit nur Preissteigerung und diese führt zu Verdrängung von Menschen. Menschen, die vielleicht weniger Einkommen haben, aber dennoch das Recht darauf haben, ihre Leben so zu gestalten, wie sie es wollen. Dazu gehört auch, dass Menschen in den Wohnungen bleiben können, die sie sich zu einer Zeit ausgesucht haben, in der sie sich die Wohnungen haben leisten können. Eine Wohnung wird nicht deshalb besser, weil der Bedarf an Wohnungen steigt. Hier wird eine Notsituation ausgenutzt, um Profit zu erwirtschaften. Das ist unethisch und Politik darf sich nicht zum Handlanger solcher Geschäfte machen. Denn Verdrängung bedeutet immer die Zerstörung von Lebensentwürfen. Es gab in Berlin in den letzten Jahren und Jahrzehnten leider sehr viel amtierende Dummheit, muss man sagen. Ich will hier keine Namen nennen und auch keine Posten, aber an der Zusammensetzung dieses Forums hier kann man schon ablesen, in welchen Politikbereichen besonderer Bedarf an Verbesserung besteht. Im Bereich Stadtentwicklung wurde jahrzehntelang Investoren Platz gemacht, die ihre Interessen bis heute weitgehend ungehindert gegen die übergroße Mehrheit der Stadtgesellschaft durchsetzen können. Berlin hat noch 85% Mietwohnungsbestand und es ist nicht akzeptabel, dass gerade Menschen gegen Menschen besonderer Verdrängungsdruck ausgeübt wird, die schon lange in ihren Wohnungen leben.
Skandalös ist, dass die Entmietungspraktiken der Immobilienwirtschaft vom Staat gefördert werden. Die Gesetzeslage arbeitet gegen die Idee der sozialen Stadt, gegen die Teilhabe an Entscheidungsprozessen für Bürgerinnen und Nutzerinnen, sowohl im Bereich der Stadt- und Quartiersentwicklung wie in Bezug auf ihre eigene Wohnung. Duldungsklagen und Zwangsräumungen sind die Folgen dieser verfehlten Politik zugunsten der menschenverachtenden Immobilienwirtschaft. Unsere Hoffnung ist, dass die Protagonisten eines linken Parteienbündes, wie wir es jetzt vor uns sitzen haben, in Regierungsverantwortung die Erkenntnisse, die wir vor der Wahl in den Wahlprogrammen gelesen haben, nicht vergessen werden, wenn sie nun an den Hebeln der Macht hantieren. Darum hören Sie zu, versuchen Sie, was mitzunehmen von denen, für die eine soziale Stadt von lebenswichtiger Bedeutung ist. Ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben, so viele Initiativen aus ganz Berlin produktiv zusammenzubringen. Wir sind sehr verschieden und bunt zusammengemischt, aber alle sind wir Betroffene. Betroffen von einem Angriff der Immobilienwirtschaft, der darauf zielt, Menschen zu entsolidarisieren. Wir aber bringen die genau gegenteilige Energie auf. Wir halten zusammen, wir schmieden Bündnisse, wir bringen viele Menschen zu eindeutigen Positionen zusammen. Wir wissen aber genau, wo die Fronten verlaufen und wir hoffen sehr, im neu zustande kommenden Regierungsbündnis eben keine Gegnerschaft anzutreffen. Wir setzen mit diesem Treffen heute und mit unserem weiteren zivilgesellschaftlichen Engagement auf eine erbauliche Zusammenarbeit mit dem Senat. Aber glauben Sie nicht, dass wir auf einen Kuschelkurs angelegt haben. Wir haben nicht vergessen, dass gerade die SPD jahrzehntelang schon in Regierungsverantwortung war und dass die jetzige Situation auch das Ergebnis der SPD-Politik ist, um nicht Schuld zu sagen. Wir sehen uns als einzige verbliebene Opposition, um dem Senat zu progressiven Lösungen zu ziehen, denn die weiteren wirtschaftsliberalen Parteien im Berliner Parlament werden natürlich von der anderen Seite versuchen, die Politik zu beeinflussen. Wir werden also außerparlamentarische Kraft für Berlin Politik machen und wir, die stadtpolitischen Initiativen, stehen gerne als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung, um Bürgerinnenbeteiligung endlich auf einem akzeptablen Level umzusetzen. Ja, und jetzt wünsche ich uns allen ein produktives stadtpolitisches Heil. Danke. Wohnungspolitik auf? Ja, schönen guten Abend. Es geht um die Mietenbremse und um die Frage, warum klagen so wenige Mieter gegen zu hohe Mieten? Was kann verändert werden? Zwei Initiativen. Anders als der sogenannte Mietwucher-Paragraph 5 Wirtschaftsstrafgesetz ist die Mietpreisbremse im Zivilrecht angeordnet, was neben den Ausnahmeregelungen eine weitere hohe Hürde darstellt. Denn der Mieter muss persönlich gegen den Vermieter klagen und trägt das volle Risiko. Eine Abhilfe, die Mietenbremse muss in das Wirtschaftsstrafgesetz eingegliedert werden. Wäre die Mietenbremse im Wirtschaftsstrafgesetz eingegliedert, dann würden Mietpreisüberhöhungen als Ordnungswidrigkeit von Amts wegen geahndet. Ähnlich wie zum Beispiel in Frankfurt am Main bei der Ahndung von Mietpreisüberhöhungen nach § 5 Wirtschaftsstrafgesetz würde ein Online Formblatt genügen, auf dem man den Sachverhalt einträgt. Das Wohnungsamt würde den Anfangsverdacht prüfen und gegebenenfalls eigeninitiativ tätig werden. Initiative 1 also, das erklärte Ziel der Landesregierung, eine Bundesratsinitiative einzuleiten zur Überführung des § 556d und folgende des Bürgerlichen Gesetzbuches in das Wirtschaftsstrafrecht. Initiative 2 zur Mietenbremse, Abfrage der Mietenhöhe bei der Anmeldung einer Wohnung. Auch als Ordnungswidrigkeit können nur angezeigte Fälle geahndet werden und der Mieter bleibt als Initiator angreifbar. Will man die Mietenbremse unabhängig davon anwenden, dann bietet sich die Anfechtung der Miethöhe als Vorgang im Zuge des Melderechts an. In Berlin muss nämlich seit dem 01.11.2015 bei der Wohnsitzmeldung eine Wohnsitzmeldung einer Einzugsbestätigung des Wohnungsgebers, also des Vermieters, bei der Meldebehörde abgegeben werden. In diesem Formblatt muss der Eigentümer bisher seine Identität preisgeben, die Adresse der Mietwohnung und den Namen des neuen Mieters. Wünschenswert wäre es also, wenn zukünftig auch die aktuelle Miethöhe und die Höhe der Vorgängermiete mit abgefragt würde. Dadurch hätte das Meldeamt und das Wohnungsamt einen Zugang zu den verhandelten Miethöhen, ohne dass der Mieter Anzeige erstattet haben muss. Das Wohnungsamt könnte nach eigenem Ermessen Vorgänge zur Senkung der Miethöhe in Gang setzen.
Der stadtweite Effekt wäre natürlich, dass die Höhe der verhandelten Mieten tatsächlich sinken würden, weil nämlich die Mietverhältnisse und die ausgehandelten Mieten kein Geheimnis mehr wären. Unabhängig vom Mieter muss der Vermieter also mit Post vom Wohnungsamt rechnen. Der weitere Effekt wäre, dass die Datengrundlage des Mietspiegels sich durch die Erfassung von neuen Vertragsmieten wesentlich verbessern würde. Es entstünde ein transparenter Wohnungsmarkt. Also die Handlungsoption wäre, was das Land Berlin zeitnah angehen kann, ist die oben beschriebene Erhebung der Neu- und Vorgängermiete bei der Meldebehörde zum Beispiel als Zusatzabfrage, die durch eine Rechtsvorschrift begründet ist. Zu prüfen ist die Rechtmäßigkeit einer solchen Zusatzabfrage natürlich im Rahmen des Bundesmeldegesetzes und des Datenschutzes beziehungsweise Wege, die das gewünschte Vorgehen ermöglichen. Das soll umgesetzt werden, bevor die Mietenbremse in einem möglichen Gesetzgebungsverfahren des Bundes vom Zivilrecht in das Strafrecht überführt wird. Also die Initiative 2, das erklärte Ziel der Landesregierung, die Möglichkeiten einer Mietenabfrage im Zuge der Wohnsitzmeldung zu prüfen und Maßnahmen dahingehend einzuleiten. Ziel, Erlass einer Rechtsvorschrift. Vielen Dank. Dann jetzt geht im schnellen Takt weiter, wie Sie im Kiez. Unsere Nachbarschaftsinitiative versucht im Wrangelkiez gegen alle zerstörerischen Einflüsse der Gentrifizierung anzugehen. Unser Viertel Kreuzberg gilt bei der Immobilienwirtschaft als besonders lukrativ, denn hier sind die Bestandsmieten oft noch relativ niedrig. Die Neuvermietungsmieten aber mit die höchsten in der ganzen Stadt. Das heißt, die Differenz, die sich erwirtschaften lässt, wenn ein Bestandsmieter verdrängt wird, ist besonders hoch. Darum rechnet es sich für die Immobilienfirmen auch mit aggressiven Mitteln vorzugehen. Anwalts- und Gerichtskosten sind genauso eingepreist wie Kosten für Abfindungen und Zwangsräumung. Es wird jede Möglichkeit genutzt, Menschen zu verdrängen und die Möglichkeiten sind vielfältig. Punkt 1. Die Modernisierungen gekoppelt an energetische Sanierungen funktionieren als Brechstangen zum Aushebeln von alten Mietverträgen. Die Duldungsklagen werden als Preissteigerungen von bis zu 400% durchgesetzt. Wir brauchen in Milieuschutzgebieten das Aussetzen der Energieeinsparverordnung. Es gibt keine umweltpolitische und auch keine wirtschaftliche Erklärung dafür, dass die Gesellschaft solche Preisexplosionen über KfW-Mittel fördern sollte. Hier wird mit Steuergeldern sozialer Druck in den Kiezen ausgeübt und das muss gestoppt werden. Überhaupt muss Milieuschutz mehr sein als eine schwammige Bauverordnung. Die Verordnung bietet reihenweise Ausnahmemöglichkeiten, die Investoren, besonders Wohnungsbesitzern, beinahe alles ermöglicht. Außerdem scheuen sich die Behörden möglicherweise eingehende Einsprüche und Ablehnungen durchzusetzen, weil auch die Ämter sich vor Klagen fürchten. So zahnlos agieren unterbesetzte Ämter unter Sparzwang. Es braucht mehr Personal und mehr Kompetenz in den fraglichen Stellen. Wir brauchen Rechtsabteilungen auf den Ämtern, die sich trauen, die Leitlinien auch hart auszulegen. Die Wohnungsaufsicht kann und muss verschärft werden. Im Prinzip kann das Modell aus Nordrhein-Westfalen übernommen werden, das ich jetzt gar nicht groß ausformulieren will. Das kostet sie absolut nichts und Eigentümer können zielgerichtet dazu gebracht werden, Wohnraum instand zu halten, wodurch auch der Spekulation ein Riegel vorgelegt werden kann. Im Bereich der Gewerbemieten gibt es allerdings gar kein Halten, denn es wird davon ausgegangen, dass die kleinen Handelstreibenden gleichwertige Verhandlungspartner gegenüber den mächtigen Immobilienkonzernen seien, denen die Häuser gehören. Natürlich ist dies nicht der Fall. Darum brauchen wir auch im Gewerbebereich einen verbindlichen Mietspiegel aller aktiven Mieten und nicht nur der Neuvermietung. Danke. Und ich rufe die Initiative Koloniestraße auf. Wir hier sind alle Mieter in der Koloniestraße im Wedding. Wir sind mehr als 500 Menschen, die in der Koloniestraße zur Miete wohnen. Und wir stehen vor einem speziellen Problem. Unsere Vermieterin fordert von einem Tag auf den anderen die doppelte Miete. Begründet wird das mit fiktiven Kosten, die Vermieterin niemals hatte. Den Sprung von 6 auf 12 Euro pro Quadratmeter können wir unmöglich aufbringen. Wer eine neue bezahlbare Wohnung findet, er zieht weg, der Rest sitzt auf gepackten Koffern. Wie ist das möglich? Das dubiose Geschäftsmodell gibt es nur im sozialen Wohnungsbau in Berlin. Durch geschicktes Ausnutzen einer Gesetzeslücke stellt uns unsere Vermieterin eine Miete auf Grundlage der ursprünglichen Baukosten von 32 Millionen Euro in Rechnung, obwohl sie die Wohnungen in Wirklichkeit nur für ca. 10 Millionen Euro gekauft hat. Der Rest wurde von dem Berliner Haushalt schon beglichen.
Wer wird damit abgezockt? Erstens wir Mieterinnen und Mieter im sozialen Wohnungsbau, weil wir für Kosten bezahlen sollen, die es nicht gibt. Sonst verlieren wir unsere Wohnungen. Zweitens die Mieterinnen und Mieter in unserem Umfeld, weil fiktive Kosten nach Übergang in das Vergleichsmietensystem den Mietspiegel für alle unnötig in die Höhe treiben. Drittens der Steuerzahler und die Steuerzahlerinnen, weil Mietzuschüsse für ungerechtfertigt hohe Mieten bezahlt werden müssen. Was müsste Rot-Rot-Grün jetzt tun? Experten weisen schon seit Jahren auf eine einfache Lösung für das Problem der fiktiven Kosten im Berliner sozialen Wohnungsbau hin. Die Politik muss endlich aufhören, ihre schützende Hand über das dubiose Geschäftsmodell zu halten. Dazu muss die neue Koalition schnellstmöglich die Gesetzeslücke schließen, die fiktive Kosten erst möglich macht. Es muss im Gesetz lediglich klargestellt werden, dass Vermieter von Sozialwohnungen nur die Kosten abrechnen dürfen, die sie tatsächlich selbst tragen, mehr nicht. Ein Problem bleibt, man muss dies natürlich wollen. Schluss mit dem dubiosen Geschäftsmodell, Schluss mit den fiktiven Kosten. Danke. Vielen Dank. Wir bleiben beim Thema sozialen Wohnungsbau. Mieterstadt.de. Stopp das Verschenken von Sozialbindungen ist mein Thema. Unglaublich aber wahr, Berlin kann gar nicht so schnell Sozialwohnungen bauen, wie es Sozialbindungen verschenkt. Das Land will bis zum Jahr 2018 die Schaffung von etwa 10.000 neuen Sozialwohnungen fördern. Gleichzeitig ist noch immer ein Gesetz in Kraft, durch das bereits tausende Sozialbindungen verloren gegangen und 19.000 weitere Sozialbindungen akut gefährdet sind. Es ist die Rede von § 5 Wohnraumgesetz Berlin. Diese Vorschrift ermöglicht es Vermietern von Sozialwohnungen ohne Anschlussförderung durch schlichte Veränderung der Eigentümerstruktur sämtliche Sozialbindungen vom einen auf den anderen Tag ohne Gegenleistung loszuwerden. Seit Einführung des Gesetzes im Jahr 2011 werden so Mietpreis- und Belegungsbindungen, die mit immensen Steuergeldern erkauft wurden und die noch für Jahrzehnte Bestand hätten, vorzeitig und ohne Not aufgegeben. § 5 Wohnraumgesetz Berlin muss umgehend außer Kraft gesetzt werden, um die noch vorhandenen Sozialwohnungen ohne Anschlussförderung zu sichern und den bereits eingetretenen Schaden für den Berliner Haushalt nicht noch größer werden zu lassen, als er bereits ist. Im Wahlkampf haben SPD, Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen versprochen, den sozialen Wohnungsbau in Berlin umfassend zu reformieren. Wenn jedoch § 5 Wohnraumgesetz Berlin weiter bestehen bleibt, kommt jede Reform für tausende Sozialwohnungen zu spät. Deshalb stoppt das Verschenken von Sozialbindungen. Vielen Dank. Nächste Initiative ist Kotti und Co. Was ich sage, steht unter dem Motto Neue Regierung, neuer Zeitplan, Rekommunalisierung jetzt. Der soziale Wohnungsbau hat eine Menge Probleme. Für uns vor allen Dingen zwei. Er ist zu teuer und er schrumpft. Das Fördersystem des alten und des neuen sozialen Wohnungsbaus kostet das Land Berlin und uns Sozialmieter viel zu viel. Wir als Mieter und als Stadtbürger haben die Häuser schon mehrfach abbezahlt und sind trotzdem in der Wohnungskrise. Über die Hälfte der Sozialwohnungen sind teurer als der Mietspiegel. Gleichzeitig schrumpft der Bestand. Die Eigentümer zahlen hunderte Millionen Euro, um so schnell wie möglich aus den Bindungen rauszukommen. Der Senat hat keinen Einfluss mehr, wir als Mieter hatten noch nie welchen. Die vorzeitigen Rückzahlungen fließen an das Land und müssen zur Sicherung der Wohnungsversorgung eingesetzt werden. Neue Förderprogramme sorgen weder dafür, dass der Ausstieg aus dem sozialen Wohnungsbau gebremst wird, noch dass die Berliner Mieterschaft ihr Recht auf Bleiben gesichert hätte. Von einer rot-rot-grünen Regierung erwarten wir, dass sich das ändert. Ich versuche, in den Bereich der Lösung hineinzuschlittern. Es bringt überhaupt nichts, irgendwo irgendwelche Häuser irgendwie in den landeseigenen Bestand reinzurechnen. Auch wenn die Wohnungsnot inzwischen ganz Berlin betrifft. Sie betrifft am stärksten die zentralen Bezirke und sie betrifft am stärksten die Armen. Wir brauchen keine abstrakte Bestandserweiterung, sondern konkrete Festlegungen, die deutlich machen, dass Berlin eine neue Regierung hat. Die Zinssenkungen für die Eigentümer des sozialen Wohnungsbaus ermöglichen Mietsenkungen bis unter 4 Euro pro Quadratmeter und da müssen wir hin. Wow. Ihr habt euch auf eine Rekommunalisierung des Kotti, auf ein modellhaftes, experimentelles Projekt der Selbstverwaltung und auf ein neues Modell der Sicherung unserer Existenzbedingungen schon vor der Wahl längst festgelegt. Wenn die Regierung, wenn die Koalition jetzt mit dem Kopf schütteln sollte, wissen wir, woran wir sind. Mit der neuen Regierungskoalition gibt es auch einen neuen Maßstab für uns. Kein
nach Möglichkeit angestrebt. Kein muss untersucht werden, ob eventuell. Unsere Existenz steht nicht unter Finanzierungsvorbehalt. Unsere Existenz ist nicht verhandelbar. Wir wollen unsere Häuser zurück und ein Beispiel sein für eine neue, nachhaltige und demokratische Wohnraumversorgung. Der neue Senat weiß längst, was zu tun ist. Rückkauf der Häuser und Unterstützung der Genossenschaftsgründung zur Selbstverwaltung. Und dann geht's los. Vorwärts. Vielen Dank. Die Initiative Volksentscheid retten. Gut. Ich möchte jetzt hier nochmal kurz, hallo, ja, mit dem Hut haben wir sehr viele Unterschriften schon gesammelt. Ja, also ich möchte hier auch nochmal auf ein Instrument aufmerksam machen, was wirklich wir viel mehr ins Augenlicht fassen sollten. Und zwar, wir haben die letzten 20 Jahre viel mit Politikern geredet. Und wir haben immer wieder erlebt, dass Sachen verschleppt werden, dass Sachen abgefangen werden und dass wir letztendlich doch immer irgendwie wie hinten runterfallen. Ich finde diese Dialoge, diese Gespräche hier wichtig, um doch auch den, sag ich jetzt mal, ja, vielleicht noch ansprechbaren Politikern also Mut und Kraft zu geben und die Verbindung zur Basis herzustellen, dass sie versuchen, was da drin zu bewegen. Aber ich will jetzt hier nochmal für Werbung machen, für ein Instrument, was außerhalb dessen liegt. Und das ist, wenn wir uns außerparlamentarisch organisieren und damit auch die Regierung, nämlich als Bevölkerung, das steht uns zu, § 3 der Verfassung, dazu zwingen, was unsere Bedürfnisse sind, das umzusetzen. Und in der Richtung würde ich jetzt hier mal unseren Text vorlesen. Und zwar zivilgesellschaftliche Koalitionsprüfsteine, die könnte man auch Stolpersteine nennen, für die zukünftige Regierung. Die historische Wahlniederlage der Berliner SPD und CDU in dieser Wahl war eine klare Botschaft der Berlinerin für eine andere Politik in dieser Stadt. Für eine Politik mit mehr Transparenz, mit mehr Demokratie, mit besseren Mitgestaltungsmöglichkeiten, für eine soziale Stadt für alle. Eben nicht mehr nur alle 4 oder 5 Jahre ein Kreuzchen hinter den Buchstaben einer Partei machen zu dürfen, um diesen damit eine blanke Vollmacht für die nächste Wahlperiode auszustellen, sondern auch ohne Parteibuch mit den Instrumenten der direkten Demokratie das Leben in dieser Stadt mitgestalten und politische Fehlentscheidungen korrigieren zu können. Dafür muss die aktuelle Volksentscheidgesetzgebung in Berlin verbessert und geändert werden. Volksentscheide müssen verbindlicher, fairer, machbarer werden. Dafür hat die Initiative Volksentscheid retten einen Volksentscheid auf den Weg gebracht mit der Abgabe von über 70.000 Unterschriften im Juni zur Einleitung eines Bürgerbegehrens dieses Jahres. Die Zulässigkeitsprüfung durch die Senatsverwaltung für Inneres zieht sich seit Juni diesen Jahres hin. Dadurch wird die gesamte Durchführung des Volksentscheides zur Bundestagswahl im September 2017 gefährdet. Das passiert oft. Wir haben unheimlich viel Arbeit, unheimlich viel Kraft, unheimlich viel Geld drin. Ich stecke Tausende von Euro und man sitzt es einfach aus. Man lässt uns irgendwie vor die Wand laufen. Das ist bei Mietenvolksentscheid passiert, das ist bei anderen Volksentscheiden passiert. Und sie sind eigentlich gesetzlich dazu verpflichtet nach § 3 der Berliner Verfassung. Die Bürger in Form der direkten Demokratie ist gleichberechtigt zu behandeln wie mit den Parlamentsvertretern, mit der parlamentarischen Demokratie. Und das muss man hier nochmal ganz klar sagen. Okay, darum stellen wir folgende Fragen an die Parteien der zukünftigen Regierung Berlins. Sind Sie willens, die aktuelle Volksentscheide zur Stärkung der direkten Demokratie und den Fahrradsvolksentscheid, wir haben hier gerade zwei Volksentscheide am Laufen, fristgemäß zur Bundestagswahl 2017 stattfinden zu lassen, was eine elementare Voraussetzung dafür ist, dass wir überhaupt eine gleichberechtigte Chance haben. Ja? Wahlen, die werden überhaupt nicht nach Quoren beurteilt. Ja? Aber wir müssen Quoren bringen, die hier keine Partei, keine Wahl irgendwie jemals bringen braucht. Ja? Und das ist so völlig ungerechte, also Ungleichbehandlung. Sind die Parteien und die zukünftige Landesregierung Berlins willens, die in Artikel 3 der Berliner Verfassung garantierte Gleichberechtigung von parlamentarischer Parteiendemokratie und der direkten Demokratie mittels Bürgerbegehren und Volksentscheiden zu respektieren und gleichberechtigt in der parlamentarischen Praxis umzusetzen? Oder bleibt die direkte Demokratie ein unerwünschtes Kind der Berliner Verfassung und eine lästige Einmischung und Konkurrenz in die Machtsphäre der Parteien? Bleibt es bei einem weiter so wie bisher und einem Durchregieren von oben nach unten und der Ignoranz gegenüber den vielen engagierten Menschen und Initiativen für ein besseres und soziales Berlin? Wir sitzen hier, wir sind's, ja, und wir werden immer wieder irgendwie belogen und betrogen. Und da müssen wir auch mal, also einfach auch mal sagen, da muss mal Schluss sein mit. Wir sind gespannt auf eure Antwort und auf eure zukünftige Regierungspraxis, denn daran werden die Berlinerinnen sie messen. Keine Zeit zum Durchatmen, geht Schlag auf Schlag weiter. Wrangelstraße 21 e.V. in Gründung. Bei mir geht es jetzt mal hier um den Milieuschutz.
Wir sind die Hausgemeinschaft Wrangelstraße 21 und 21a und sind am 29.09. für 5,1 Millionen über den Tisch gegangen. Das Vorkaufsrecht ist jetzt irgendwie in Anspruch genommen, aber das bedeutet für uns, dass wir kaum Zeit haben, eine Alternative zu entwickeln oder irgendwelche alternativen Möglichkeiten zu entwerfen. Wenn die Geobag das Haus nicht kauft, kommen wir wieder an unsere britische Heuschrecke. Wir brauchen dringendst einen Senatfonds, um Spekulationskäufe zu verhindern, um dem Bezirk die Möglichkeit zu geben, Objekte zu kaufen und dann an Hausprojekte wie uns eigentlich auch überhaupt das zu ermöglichen, dass wir das stemmen können. Es fehlt an Geschwindigkeiten seitens der Stadt. Mangels schnell anwendbarer Vereinbarungen zum Vorkaufsrecht im Rahmen des Milieuschutzes und auch außerhalb kann sich dieser nicht effektiv zum Schutz der Mieterinnen in ganz Berlin eingesetzt werden. Weiterhin brauchen wir auch einen Rahmenvertrag auf Seiten des Vorkaufsrechts, der auch für Dritte gilt, damit auch sie zugunsten des Verkehrswertes Häuser kaufen können. Auf Bundesebene muss der zeitliche Ablauf des Vorkaufsrechts auf mindestens 4 Monate erhöht werden. Es sollte nicht nur der Wille da sein, sondern endlich auch ein politischer Weg gefunden werden, um den explodierenden Immobilienmarkt Einhalt zu bieten. Um bezahlbaren Wohnraum zu halten oder sogar einen neuen zu schaffen, wie zum Beispiel ein Projekt, was wir ja anstreben mit dem Mietshäuser-Syndikat, müsste man darüber nachdenken, ob wir nicht auch einen Zugang zum sozialen Wohnungsbau bekommen, damit wir uns dort auch engagieren können. Ein Teil der Wohnungen an den sozialen Wohnungsbau, also an den sozialen Wohnungsbau auch zu binden. Viele bei uns im Haus sind arm und brauchen das auch. Dies würde aber auch bedeuten, dass es eine Teilförderung dazu von Seiten der Förderbank von Berlin geben müsste. Und man könnte damit einen Teil der Mieten sozialverträglich dauerhaft binden und Projekte eine bessere Möglichkeit geben. Jetzt der letzte Satz. Das vorhandene Potenzial an sozialverträglichen Investitionen für den Milieuschutz nutzen. Wer bestimmt denn den sozialen Wohnungsbau, wenn nicht wir Mieter? Wem gehört die Stadt? Nämlich uns. Danke. Wir sehen jetzt schon auch, dass es sich räumlich ausweitet, der Pankower Mietenprotest. Der Pankower Mieterprotest hat sich 2013 aus einem Zusammenschluss von Pankower Modernisierungshäusern der kommunalen Gesobau gegründet, weil an diesen Häusern sehr teure und äußerst fragwürdige energetische Modernisierungsmaßnahmen angekündigt wurden, die Mieten von 30-60% über dem Mietspiegel zur Folge hatten. Der Protest durch uns Mieter erreichte einen Rahmenvertrag mit Sozialplanverfahren, der die schlimmsten sozialen Auswirkungen verhinderte. Dennoch vollziehen die Gesobau und, wie wir erfuhren, die anderen kommunalen Wohnungsunternehmen ebenso fortwährend Modernisierungen, die bestehenden bezahlbaren Wohnraum reihenweise vernichten. Und das unwiederbringlich. Der Abriss intakter Heizung, aufzuarbeitender Fenster und die Anbringung von Fassadendämmung an massiven Wänden hat nichts mit Umwelt- oder Klimaschutz zu tun, sondern ist den gewinnmaximierenden Zahlenspielen der kommunalen Unternehmen, die in der Regel Aktiengesellschaften sind, geschuldet. Das Modernisierungsrecht ermöglicht diesen Spielraum für dieses Tun. Es macht die Maßnahmen der energetischen Modernisierung zur Goldgrube für Eigentümer auf Kosten der Mieter. Die Folge: die Miete für derart modernisierte Wohnungen schießen ins Uferlose. Spitzenmieten also auch bei kommunalen Gesellschaften. Die meisten Bestandsmieter, die bei der Modernisierung noch durch Rahmenvertrag, Sozialplanverfahren geschützt wurden, könnten sich ihre jetzige Wohnung nicht mehr leisten, wenn sie Neumieter wären. Bereits bei einem Umzug werden sie kaum eine bezahlbare Wohnung in ihrem Viertel finden und werden so verdrängt, auch weil funktionierende Regelungen zum Wohnungstausch und bei Umzug bisher gänzlich fehlen. Aus unseren Kenntnissen und Erfahrungen fordern wir von der neuen Berliner Landespolitik: erstens, die Vernichtung bezahlbaren Bestandswohnraums durch überzogene energetische Modernisierungsmaßnahmen muss beendet werden. Der Eigentümer Berlin darf nicht Paradebeispiel für das kostentreibende Sanieren des Wohnungsbestandes sein, sondern muss die vernünftige, sinnvolle und mietpreisschonende Instandsetzung vorgeben. Zweitens, es sind die Befreiungsmöglichkeiten von energetischen Maßnahmen anzuwenden, die nach Energieeinsparverordnung bei unwirtschaftlichen Maßnahmen gewährt werden müssen und zum Beispiel von der Pflicht der Fassadendämmung befreien, wie es aktuell bei einem Haus der Gewoback in der Knarkstraße im Prenzlauer Berg erfolgte, wo die Mieter nun aufatmen können. Drittens, der Wohnungswechsel darf nicht zur Kostenfalle werden.
Die lang geplante Wohnungstauschbörse der kommunalen Wohnungsunternehmen muss endlich eingerichtet werden. Wohnungstausch bedeutet faire und bezahlbare Mieten auch beim Wechsel der Wohnung und verhindert so die Verdrängung. Viertens, Begrenzung der Neuvermietungsmieten im Bestand. Mieten von 13 Euro pro Quadratmeter bei sanierten Wohnungen sind auch bei kommunalen Gesellschaften keine Seltenheit. Gerade in angespannten Vierteln wird so der Mietspiegel durch kommunale Gesellschaften nicht gedämpft, sondern getrieben. Fünftens, Änderung des Wohnraumversorgungsgesetzes im Sinne der vorgenannten Punkte. Siehe hierzu unsere Kritik am Wohnraumversorgungsgesetz. Sechstens, Wiederholung der undemokratischen Mieterratswahlen, bei der Mieter ausgeschlossen wurden. Daran messen wir, der Pankower Mieterprotest, die neue Koalition in der kommenden Legislatur. Danke. Kurz zwischendurch, kurz zwischendurch zwei kleinere Ansagen. Also wenn es euch da hinten zu eng und zu kuschelig wird, hier ist noch ein bisschen mehr Platz. Außerdem gibt es hier die Pressemappe hier am Tresen. Also für alle, die, Papier mögen, sondern für Journalisten gibt es hier die Pressemappe. Danke, Kurt. Und wir bleiben gleich beim Thema und die Knackstraße, Mietergemeinschaft Knackstraße ist dabei. Hallo, ich bin McKinley Black aus der Knackstraße in Kollwitzplatz in Prenzlauer Berg. Und die Mieter der Knackstraße 60 bis 68 in Prenzlauer Berg bekamen Anfang 2015 vor der GEWO BARG eine Monetarisierungsankündigung, die für die Mieter eine Mieterhöhung von 70 bis über 100% bedeutet. Die Mieter wären verzweifelt, wütend und enttäuscht. Weder gab es im Vorfeld einer Mieterversammlung, eines Sozialplanverfahren, noch eine angemessene Frist, um der Duldung zu stimmen. Der erste Punkt unserer Modernisierungsankündigung, bei dem wir sofort die rote Flagge zeigten, war eine 16 cm dicke Fassadedämmung von über 1 Million Kosten. Die Mietergemeinschaft sah weder den Sinn noch die Kosten dieser Maßnahme ein und hat sich schlau gemacht. Der von der GEWO BARG vorgenommene Schadenskataster erwies sich als fragwürdig. Der Verdacht kam auf, dass hier Berechnungen angestellt würden, um das NF-Paket zu bekommen. Nach 4 Monaten war die GEWO BARG aufgrund des Druckes der Politik und der Mieter endlich bereit, eine Mieterversammlung durchzuführen, wo sie von der Mietergemeinschaft von der Kostendiskrepanz der Fassadedämmung von über 674.000 Euro konfrontiert wird. Doch die GEWO BARG ignoriert unsere Fragen ständig. Erst als wir das Abgeordnetenhaus angeschalten, antworten sie. Und diese Antwort erstaunt uns sehr. Die GEWO BARG verdoppelte die Schadensfläche sowie den Quadratmeterpreis. Wenn Sie landeseigene Wohnbaugesellschaften nicht nur von Ihren Mietern, sondern auch vor dem Abgeordnetenhaus mit Zahlen spielt und jongliert, zeigt es, dass Sie freie Hand haben, denn niemand kontrolliert Sie. Die GEWO BARG verdrängt und enteignet Mieter. Sie missbraucht die NF, um ihre Wohnbestände zu sanieren und sie dann teurer weiter zu vermieten. Dabei zerstören sie Nachbarschaften, vertreibende Alteingesessene und Familien. Warum hält hier die Politik Augen und Ohren zu? Knickt sie vor der Dämmlobby an? Ja. Die NF ist ein Gesetz vom Lobbyisten. Diese Dämmpolitik ist ein giftiges Geschenk auf dem Rücken der Umwelt. Statt dass sie geschützt wird, wird sie verschmutzt. Die Bürger müssen dafür auch noch tief in die Tasche greifen und werden um ihren Wohnraum beraubt. Für die Dämmlobby allerdings zählt es sich aus. Die Kasse klingelt. Wir fordern die Politik auf,
dass sie ab sofort dieses Gesetz abschaffen und die landeseigenen Wohnbaugesellschaften kontrollieren. Ja, danke. Die nächste Initiative, die ich hier ins Mikrofon rufe, ist: Wem gehört Kreuzberg? Wir sind als Stadtteilinitiative, nicht als Mieterinitiative, seit über 5 Jahren in Kreuzberg 61 aktiv. Das heißt, es gibt natürlich ganz viele Überschneidungen. Deswegen beschränken wir uns hier auf 4 wesentliche Forderungen, 2 sehr konkrete und 2 allgemeine. Die erste ist, die jetzigen Gewerbetreibenden auf dem Bockbrauereigelände zwischen Fidizinstraße und Schwieboser Straße müssen bleiben, und zwar mit weiterhin bezahlbaren Mieten. Das Bockbrauereigelände wurde an die Bauwert Invest Group verkauft. Diese Gesellschaft ist eine stadtbekannte Investorengruppe, die zum Beispiel auch neben der Friedrichswerderschen Kirche baut. Die plant, das auf dem Brauereigelände ansässige kiesnahe Gewerbe zu verdrängen. Bauwert favorisiert hochpreisiges Gewerbe und den Neubau von Eigentumswohnungen. Ebenso müssen die jetzigen Gewerbetreibenden auf dem sogenannten Dragoner-Areal hinter dem Finanzamt Kreuzberg bleiben. Das Gelände muss in öffentlicher Hand bleiben und darf nicht von der BIMA privatisiert werden. Die jetzigen leeren Gebäude sollen sofort vom jetzigen Eigentümer für eine Nutzung saniert und an soziokulturelle Initiativen für eine bezahlbare Miete vermietet werden. Des Weiteren sollen auf dem Areal mittelfristig Wohnungen entstehen, die sowohl selbstverwaltet als auch kommunal verwaltet werden, 100% bezahlbar und dauerhaft gesichert. Es darf zu keiner Eigentumsbildung kommen. Der Gestaltungsprozess muss von einer breiten gesellschaftlichen Initiative von unten getragen werden. Drittens, keine weiteren Umwandlungen von Miet- in Eigentumswohnungen in Berlin. Dann viertens, die konsequente Durchsetzung der Zweckentfremdungsverbotsverordnung. Anwendung dieser Verordnung auch auf neue Modelle, mit denen Wohnungs- und Hauseigentümerinnen die Zweckentfremdungsverbotsverordnung aushebeln. Dazu gehört vor allem das Modell möbliertes Wohnen auf Zeit, das zurzeit erheblich zunimmt, wird allen auch bekannt sein. Gut, und das Letzte, Mieten müssen bezahlbar bleiben, das ist ja wahrscheinlich klar, vor allem für Menschen, die abhängig von Transferleistungen sind, egal ob Hartz IV oder Grundsicherung. Bei jedem Neubau muss der Anteil von Wohnungen mit sozialverträglichen Mieten bei mindestens 50% liegen. Und vielleicht noch als letztes Wort dazu: Weil wir so viel mit Forderungen an Politik und so machen, wir ja schon seit Jahren Erfahrungen haben. Ich finde, diese ganz wesentliche Geschichte ist, dass wir es auch durchsetzen müssen. Das heißt, dass wir aktiv werden. Und ich mache hier ein Beispiel: Schlesische Straße 25. Dieses GSW-Haus, dieses ehemalige, dieses Schenkungshaus wurde 2-mal besetzt, wurde sofort wieder von Bullen geräumt. Und sowas darf einfach nicht vorkommen. Das heißt, wenn diese Forderungen und das, was durchgesetzt wird von Initiativen und so fort, berechtigt sind, dann muss natürlich auch, dann darf nicht die Polizei geschickt werden. Okay, danke. Campus Ohlauer Straße? Ja. Ja, dann seid ihr jetzt dran. Bei mir geht es, bei uns geht es um ein Neubauprojekt. Das hat den Namen Ohlauer Campus und ist eigentlich ein gutes Projekt, aber wie es gebaut wird von der HOVOG, wird es sehr schlecht enden. Und deswegen fordern wir eine Qualitätssicherung bei den Entwicklungen der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften. Das Bezirksamt Kreuzberg beauftragt die HOVOG, ein Integrationsprojekt mit 140 Wohnungen auf dem Schulgelände Gerd-Hauptmann-Schule zu entwickeln. Für einen Antrag auf SIVA-Mittel musste ein Büro das Konzept innerhalb von nur 2 Wochen erstellen. Die Gegebenheiten des Ortes wurden dabei nicht respektiert. Auch der umfangreiche, alte, herrliche Baumbestand, der in 4 Monaten gefällt werden soll, wenn ich Geburtstag habe, hatte bei der Planung nicht die geringste Bedeutung. Bis zur Einreichung des Bauvorbescheids war weder die BVV noch die Öffentlichkeit darüber informiert worden. Eine Bürgerbeteiligung war nicht mehr möglich. Am 18. Oktober wurde der Bauantrag eingereicht. Über weitreichende Ausnahmegenehmigung soll ein massiver Baukörper in U-Form von 11.000 Quadratmetern
den ganzen vorhandenen Platz, vielleicht kennen Sie das Schulgelände an der Olaustraße, verbauen. Die Obergrenzen der GAZ und der GFZ werden überschritten. Die Abstandsflächen zur Turnhalle, wo auch Platanen, dicke Platanen stehen, die wir jetzt vielleicht retten konnten, so ein paar nur. Und zur ehemaligen Schule werden nicht eingehalten. Die Sicht- und Wegeverbindung für das zukünftige Flüchtlingszentrum dahinter werden versperrt. So, und jetzt mal zu den Gefühl, wie es den Leuten gehen muss, die dann da einziehen. Betonfassaden in einer Höhe von 6 bis 8 Stockwerken werden den nur 10,50 Meter breiten Innenhof umgeben. Die Sonne kommt da kaum rein, weil auf der Südseite, wo die Sonne eigentlich herkommt, nur, da rechts ist ja Norden, da scheint sie ja nicht, und da ist verbaut, kommen diese 8 Stockwerke hin. Und dann kommt da kaum Sonne in den Hof. Und jetzt, wo Winter ist und Herbst, steht die ja noch tief. Ja, es ist offenbar, dass die geplante Baukörperanordnung konfliktreiche Wohnverhältnisse schaffen wird und dadurch die soziale Nachhaltigkeit des Projekts gefährdet ist. Dabei ist eine super Lösung mit breiter Akzeptanz ohne weiteres möglich, wie der Plan der Architektenfachgruppe Ohlower Straße aufzeigt. Also die haben sich da jetzt ein halbes Jahr bemüht und haben einen wunderbaren Plan, wo auch ein paar Bäume leider gefällt werden müssen. Aber es wird da nicht mehr diese Anordnung sein, die HOVOG-Plan, sondern diese. Also hier wird ein Hof bleiben für die Leute, die da wohnen und für uns auch, für uns Anwohner. Und mit diesem Ding kann man eigentlich nur wieder ausziehen. Keine Ausnahmegenehmigung für eine städtebauliche Unverträglichkeit, weil es gibt nämlich da so Paragraphen, die dann wieder sagen, naja, für die Leute werden Ausnahmen gemacht. Und das darf einfach nicht sein. Also ich bin schon fast dabei auszuziehen. Ich kämpfe da noch für. Aber wahrscheinlich werde ich nach 28 Jahren da irgendwie da nicht mehr aushalten. Weil das ist eine sehr befahrene Straße, sehr laut, BVG, Feuerwehr, und die Luft ist da nicht gut. Wenn jetzt da diese fette Neubau da steht, und das ist dann eigentlich sozusagen das Ende für mich. Wir fordern die Einführung einer Schlichtungsstelle für Problemfälle daher, die Projekte landeseigener Wohnungsbaugesellschaften betreffen. Diese Schlichtungsstelle soll in der Senatsverwaltung angesiedelt werden, jedoch unabhängig vom Ressort Stadtentwicklung. Ja, jetzt gibt es noch viel mehr in dieser Stadt. Zum Beispiel werden 20 Punkthäuser in Friedrichshain verstreut gebaut und ebenfalls zu heftigen Kontroversen kam es da bei dem Bohrvorhaben. Da haben sich auch Leute in der BVV gemeldet, die herzzerreißend da gesprochen haben. Dass sogar die Frau Herrmann geklatscht hat und alles, ne? Aber viel Chancen haben die da auch nicht. Ja. Jetzt bin ich, glaube ich, fertig erstmal. Vielen Dank. Die Initiative Kiezerhalt. Guten Abend, Claudia Bartel-Meinzig. Stichwort überproportionale Nachverdichtung im Bestand, Blücherstraße 26, Kreuzberg. Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, verkürzt, subjektiv, ohne Gewähr. Was wir kritisieren, unter anderem: erstens, Erteilung des Bauvorbescheids fast gleichzeitig mit der ersten öffentlichen Informationsveranstaltung. Zweitens, gravierende Fehlinformationen der ca. 200 Besucherinnen auf dieser Infoveranstaltung, vor allem die Rechtslage betreffend. Drittens, gravierende Fehlinformationen des Stadtentwicklungsausschusses 10 Tage vorher zur Rechtslage und zum Bestand. Viertens, vorgesehene Überschreitung des Baunutzungsplanes 70%, Missachtung der Bautiefe außerdem. Fünftens, Rechtsanwalt Sommer stellt Rechtswidrigkeit fest, wird vom Bauamt bestritten. Sechstens, ein Teil des angrenzenden öffentlichen Spielplatzes soll an den Bauträger übertragen werden. Warum?
Das Gartengrundstück liegt nicht an einer Verkehrsfläche, ist eigentlich kein Bauland. Nur durch diesen Grundstückstausch würde die 70-prozentige Überschreitung überhaupt möglich werden. Das heißt, erst so würde die Voraussetzung dafür geschaffen, dass eine Garten- und Parkanlage eines der bedeutendsten Landschaftsplaners der Bundesrepublik, Walter Rosso, ein ökologischer Vordenker übrigens, überhaupt überbaut werden könnte. Siebtens, die parkartigen Außenflächen als Ausgleich für die Kleinstwohnungen von 28 Quadratmetern und darunter gehen den ca. 200 Bewohnerinnen im Bestand fast völlig verloren. Achtens, zwei BVV-Beschlüsse zur Veränderung der Planung und zur Einrichtung einer Bürgerinnenbeteiligung werden vom Baustadtrat ignoriert. Was wir wollen, A, unabhängige Schiedsstellen, an die man sich in solchen Fällen wenden kann. B, Veröffentlichungspflicht der baurechtlichen Grundlagen zu jedwedem Bauprojekt in ganz Berlin. C, bezirkliche Beratungsstellen zu Bau- und Umweltrecht. D, grundsätzliche Bürgerinnenbeteiligung bei allen größeren Bauvorhaben und zwar rechtzeitig. Und E, generell verpflichtende Umweltprüfung und zwar rechtzeitig, siehe Klimawandel und Umweltgerechtigkeit. F, Zusammenführung und verbindlich werden aller umweltpolitischen Verlautbarungen, Umweltatlas, mehr Grün in der Stadt etc. F, Verpflichtung der Bezirke, partizipatorisch eine jeweils kiezbezogene Gesamtplanung für eine nachhaltige Stadtentwicklung für die nächsten 20 Jahre zu entwickeln. E, Implementierung genuiner Bürgerbeteiligung, transparent, wirksam, fair, Handbuch für Partizipation nutzen, Workshops für die Verwaltung. F, Bereitstellung von Raum, dringend notwendig, Versammlungsorte für Kiezinitiativen, die die Stadt mitgestalten wollen. G, Einrichtung von Schnittstellen zwischen Stadtakteuren und der Verwaltung/Politik, um die Zusammenarbeit zu befördern. Und H, personelle Trennung zwischen Bauamt und Natur- und Umweltamt, allerdings bitte nicht zugunsten der AfD. Wir sind auf der Suche nach einer Stadtplanung mit Vision und das geht nur partizipatorisch. Meiner Liste ist als nächstes die Initiative Haus der Statistik. Ja, zum Haus der Statistik und ich versuche es in 3 Minuten noch eine andere Initiative, die Initiative Stadt neu denken, vorzustellen und Forderungen zu formulieren. Zum Haus der Statistik. Wir fordern die Umsetzung des von uns vorgeschlagenen und vom Bezirk Mitte beschlossenen Konzeptes für ein Zentrum für Geflüchtete, Soziales, Kunst, Kreative im Haus der Statistik am Alexanderplatz. Die Berliner Immobilienmanagement GmbH und die Finanzverwaltung haben dem entgegenstehend komplett an der Öffentlichkeit vorbei den Plan gefasst, das ehemalige Haus der Statistik mit verschiedenen Verwaltungen zu füllen. Die Frage, wie das noch im Bundeseigentum befindliche leerstehende Haus genutzt werden soll, darf nicht an Bezirk und Stadtgesellschaft vorbei von der Finanzverwaltung oder nachgeordneten Verwaltungseinheiten entschieden werden. Der Bezirk Mitte, einschließlich der SPD und auch die Grünen und Linken auf Landesebene sind für das Projekt. Das Festhalten der Landes-SPD an einer Nutzung des Gebäudes nahezu ausschließlich für eigene Verwaltung sowie von Finanzen geplant, muss mit den Koalitionsverhandlungen beendet werden. Das 40.000 Quadratmeter Nutzfläche umfassende Ensemble muss umgehend vom Land gekauft werden, ohne dass im Kaufvertrag mit dem Bund die Nutzung festgelegt wird. Das Nutzungskonzept des Bezirkes, das Verwaltungsnutzung auch ermöglicht, soll Priorität bekommen. Es sollte im Koalitionsvertrag klargestellt werden, dass unter den genannten Prämissen für den Nutzungskonflikt eine sachgerechte Lösung gesucht wird. Der Alexanderplatz und sein Umfeld brauchen ein Haus der Statistik, das Menschen verbindet, nicht einen Verwaltungskoloss. Als Initiative Stadt Neudenken zur angeblich neuen Liegenschaftspolitik. Der Senat verkündet regelmäßig, es gäbe eine solche. Manchmal möchte man das glauben, es gibt sozusagen Indizien dafür. Insbesondere seit dem personellen Wechsel an der Spitze der Senatsverwaltung für Finanzen von Nussbaum zu Kollatz-Ahn. Aber Belege gibt es kaum, außer einem Senatspapier mit der entsprechenden Überschrift, das aber ohne weitere verbindliche Ausführung immer noch alles bedeuten kann. Entweder das, was drüber steht, die neue Liegenschaftspolitik,
über weiter wie bisher bis hin zu schlimmer als je zuvor. Alles, was seitdem auf dieser Grundlage gemacht wurde, ist hinter verschlossenen Türen passiert. Demzufolge sind unsere Hauptforderungen zur angeblich neuen Liegenschaftspolitik erstens und als Dauerbrenner kein Verkauf von landeseigenen Liegenschaften, zweitens Veröffentlichung sämtlicher Ergebnisse, auch von Zwischenergebnissen und auch des sogenannten Clusterungsverfahrens, das ist die Aufteilung der Grundstücke, der landeseigenen Grundstücke in verschiedene Verwendungsmöglichkeiten von Behalten bis Verkaufen in einem öffentlichen Liegenschaftskataster. Drittens, Schaffung eines zivilgesellschaftlich zu besetzenden Rates für die Räume mit weiteren Informations- und Mitspracherechten. Viertens, Start eines strategisch ausgerichteten Ankaufprogramms. Wir regen ferner die Gründung einer neuen Gewerbesiedlungsgesellschaft an, denn nicht nur die GSW mit ihren Wohnungen wurde verkauft, sondern auch die GSG, die bis vor rund 15 Jahren als landeseigene Gesellschaft günstige Gewerbeflächen verwaltet und vermietet hat. So ein. Die Grunewaldstraße. Wir sind die Nachbarn der G87, Nachbarn und Bewohner natürlich. Kann man das hören? Grunewaldstraße 87 ist mal bekannt gewesen als das Horrorhaus von Schöneberg. Vieles ist schon gesagt worden, von Besimk jetzt auch Wohnungsaufsicht stärken, ganz wichtig, kriminellen Eigentümern Grenzen setzen. Der ungeheuren Entmietungsattacke der Eigentümer auf die Mieter des Hauses Grunewald 87 rausekeln durch Einquartierung von Kurzzeitbewohnern ohne jegliche Mieterrechte, dabei katastrophale Überbelegung der Wohnungen und im Senden von Demoliertrupps folgten keine politischen Konsequenzen. Man muss sich vorstellen, ein ganzer Bezirk und ein Polizeirevier waren 10 Monate außer Atem gehalten von dieser einen Eigentümertruppe, dieser unlauteren Eigentümertruppe. Deshalb, wir fordern Anpassung des Berliner Wohnungsaufsichtsgesetzes an die heutige Problemlage und Personal und finanzielle Ausstattung von den betroffenen Ämtern Bauaufsicht und Wohnungsaufsicht. Der Staatssekretär Lütjo Daltrup hatte in einer Anfrage an Frau Lomscher gesagt, die Bezirksämter könnten durchaus einfach die bestehenden Ressourcen einfach besser nutzen. Wortreicher, als ich das jetzt zusammenfassen konnte. Milieuschutz stärken. Wir sind jetzt mittlerweile im Milieuschutz, haben aber trotzdem eine Abgeschlossenheitsbescheinigung aufgedrückt bekommen für bewohnte Wohnungen. Wir fordern, das zurückzunehmen. Wir hatten die Gelegenheit, Senator Geisel darauf aufmerksam zu machen, als wir mit unserer Wall of Shame, hier unserer Wanderausstellung, das Glück hatten, ihn zu sprechen. Und er hat gesagt, es gibt da viele Möglichkeiten für Mieter unter dem Schutz des Senats in Modellen, in Genossenschaften zu wohnen und wollte uns einladen. Wir sind noch dabei, diese Einladung einzufordern und hoffen, dass wir das dann auch eventuell bei den Nachfolgern durchsetzen können, dass wir mal beraten werden demgehend. Und ich glaube, das wäre gut für Häuser in ganz Berlin, vielfältige Modelle für Bewohnergenossenschaften und allerlei Häusermodelle, die es ermöglichen, sicher, bezahlbar und in eigener Regie unter kommunalem Schutz zu wohnen. Das Instrument Vorkaufsrecht sollte unbedingt gestärkt werden. Es sollte ein landesweiter Fonds eingerichtet werden, damit sich die Bezirke das überhaupt leisten können, zumindest erstmal das Verkehrswertgutachten in Auftrag zu geben, um überhaupt die ersten Schritte machen zu können. Also ein landesweiter Fonds. Die Voraussetzungen für den Einsatz des Instruments müssen erweitert werden. Es sollte zum Beispiel auch bei Zwangsversteigerungen einsetzbar sein. Nochmal wiederholen möchte ich, was vorhin gesagt wurde, die Zweckentfremdungsverbotsverordnung muss unbedingt verschärft werden. Wir haben sehr viel Leerstand, zum Beispiel sehr viele von diesen kleinen Wohnungen, die gerade so gebraucht werden, stehen bei uns seit Jahren leer. Aber kein Leerstandskataster, weder in der Stadt noch in den Bezirken. Bundespolitisch müssen die Mieterrechte unbedingt gestärkt werden. Wir haben hier auch dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil auf einem Plakat, wo die Mieterrechte mit Eigentumsrechten verglichen werden. Es wäre sehr interessant zu hören, was Anwälte und Juristen dazu sagen, wie man das einsetzen kann für unseren Kampf, zum Beispiel für die Abschaffung der Modernisierungsumlage und der energetischen Sanierung. Da muss unbedingt schneller was passieren, als das in einem Jahr bei der neuen Bundesregierung sei. Ich stelle mir sowas vor wie ein Moratorium für Styroporverwendung oder was auch immer. Also irgendwie schafft das... Ja.
so viel und so schnell Entmietung, dass da ganz dringend was passieren muss. Ich glaube, ich sollte jetzt sagen, keine Rendite mit der Miete und ein Berlin der Bürger und nicht der Anleger. Wir hoffen auf euch. Vielen, vielen Dank. Die nächste Mietergemeinschaft kommt aus der Diefenbachstraße. Es geht mal wieder um Milieuschutz. Wie rücksichtslose Spekulanten mit äußerst mangelhaften Milieuschutzgesetzen die Mieterinnen terrorisieren können. Eine Spekulationsfirma hat in diesem Jahr unser Haus in der Diefenbachstraße im Milieuschutzgebiet gekauft. Sie beabsichtigt nun mit einer völlig unsinnigen, überzogenen Luxus- und Energiemodernisierung eine Mega-Rendite zu erzielen. Das wird zur Verarmung und zur Entmietung vieler Mieter führen. Die Abgeschlossenheitsgenehmigungen wurden auch schon im November 15 erteilt. Das Haus soll nun komplett gedämmt werden. Und da an der Straßenfassade wegen Denkmalschutz keine Außendämmung angebracht werden kann, wollen sie jetzt 12 cm von innen dämmen und der Schimmelbildung Tür und Tor öffnen. Die Innenwände sollen auch noch beidseitig 12 cm dick mit Schallschutzwänden gedämmt werden. Fußbodenheizungen sollen eingebaut werden, ansonsten alle intakten Dielenböden herausgerissen und teuer neu verlegt werden. Türen sollen komplett ausgewechselt und nachgebaut werden. Aufzüge, Balkone im allerengsten Innenhof eingebaut werden. Doppelkastenfenster sollen Plastikfenstern weichen und vieles andere mehr. Insgesamt sind das bei einem Vorderhaus und einem Seitenhaus 3 Millionen. Das Bezirksamt sagte anfangs, gegen vieles kann man was machen. Dann aber wird das plötzlich von Mal zu Mal immer weniger. Man gewinnt so den Eindruck, das Bezirksamt ist mehr für den Bauherrn als für die Mieter da. Angezeigte unzulässige Bautätigkeiten wie die komplette Entkernung des Seitenflügels werden nur unzureichend verfolgt. Das Amt wirkt wie eine Wand, gegen die man anrennen muss, weil man als Bürger dort nicht genehm ist. Alle sind hoffnungslos personell überfordert und überbelastet. Alles im grünen Kreuzberg und auch anderswo. Ja, dann heißt es ja auch, Milieuschutz ist nicht für die Mieter da, sondern für das Milieu. Was ist das für ein bescheuertes Milieuschutzgesetz mit sozialem Habitus, das nur abstrakt das Milieu schützt und nicht seine Teile, die Mieterinnen? Da müssen doch andere Gesetze her, wo der Mensch wieder im Mittelpunkt steht und geschützt wird und nicht in erster Linie perfekte, lukrative Schlupflöcher für Spekulanten aus aller Welt geschaffen werden. Mieterschutz ist Menschenrecht. Gesetze und Bestimmungen werden so umgeschrieben und durchgesetzt werden, dass Bestandsinteresse der Mieter gesichert wird. Müssen so. Wir brauchen Geld und Personal für die Bezirke, um das sicherzustellen. Wir Mieterinnen sind 85% von Berlin. Begreift das endlich mal. Danke. Vielen, vielen Dank. Der Verbund der Berliner Wohnprojekte zur Miete. Mein Name ist Eva Willig und ich bin vom Verbund der Projekte für bezahlbares, gemeinschaftliches und generationsübergreifendes Wohnen zur Miete. In Ergänzung unserer Wahlprüfsteine, die haben beide Parteien beantwortet, bitten wir Sie, unsere Forderungen mit in Ihren Koalitionsvertrag zu übernehmen und in Ihrer politischen Arbeit umzusetzen. Erstens, die Wohnform bezahlbares, gemeinschaftliches, generationsübergreifendes Wohnen zur Miete wird künftig in allen Ausschreibungen und Planungen für Neubauprojekte berücksichtigt. Die Wohnform bezahlbares, zweitens, die Wohnform bezahlbares, gemeinschaftliches und generationsübergreifendes Wohnen zur Miete wird in Genehmigungsverfahren für Neubauprojekte als Prüfkriterium integriert. Drittens, ein Förderprogramm für bezahlbares, gemeinschaftliches, generationsübergreifendes Wohnen zur Miete wird umgehend aufgelegt, und zwar ohne Befristung. Viertens, zur Umsetzung der Forderungen aus Top 1 bis 3 wird auf Landesebene eine Koordinationsstelle dauerhaft eingerichtet.
Diese wird bei der Netzwerkagentur Generation Wohnen über 2017 hinaus angesiedelt. Entsprechende finanzielle und personelle Mittel werden bereitgestellt. Fünftens, die Koordinationsstelle richtet runde Tische für alle Akteure unter Beteiligung von Vertreterinnen der gemeinschaftlichen Wohnprojekte zur Miete ein. Bitte beachten Sie, unsere Wohnprojekte sind Zusammenschlüsse von Menschen, die gemeinsam innerstädtisch leben und sich bis in die letzte Lebensphase gegenseitig unterstützen wollen. Ohne das unterschiedliche Einkommen und gesetzliche WBS-Vorschriften oder Regelungen sie daran hindern. Grundlage dieser Wohnform ist, dass Mitglieder unabhängig von ihren Einkommen in das Wohnprojekt einziehen können. Bislang machen nämlich die landeseigenen bequemerweise Einzug für WBS, Einzug für generationsübergreifend und so weiter. Ist reine Bequemlichkeit, das nutzt uns nichts, wenn wir uns zusammentun wollen. Maßstab für bezahlbares Wohnen in Gemeinschaft ist hier, dass die jeweiligen Mieten für alle Einkommenslagen leistbar sein müssen. Und nun noch zwei persönliche Anmerkungen. Bitte, wenn Sie in der Öffentlichkeit sind, benennen Sie Sozialmiete von 6,50 Euro kalt nicht mehr als diese, weil solange in der WAF der Wohnaufwendungsverordnung 5,39 Euro steht, ist es ausgrenzend, diskriminierend. Und eine persönliche Bitte für Neukölln, wenn Buschkowski in diese RTL Hartz IV-Show geht, nehmen Sie ihn raus, bitte beim Außenaufsichtsrat der landeseigenen Stadt- und Landwohnungsbaugesellschaft. Vielen Dank. Wir freuen uns immer, wenn es konkrete Vorschläge und Forderungen gibt. Das Hansa-Ufer 5 aus Moabit. Mein Name ist Eva Maria Käs. Ich stehe hier als Vertreterin für die Mietergemeinschaft der Senioren und Seniorinnen vom ehemals kommunalen Seniorenwohnhaus am Hansa-Ufer 5 in Moabit. Für die, die die Geschichte noch nicht kennen, ganz kurz zusammengefasst. Das Haus wurde vom Senat gebaut als ein Haus speziell für Senioren und Seniorinnen. Und es durften dort nur Rentner einziehen, die eine geringe Rente hatten. Wer auch nur ein Euro über dieser Grenze lag, hat in diesem Haus keine Wohnung bekommen. Dieses Haus wurde 2006 in einem Bieterverfahren auf dem freien Immobilienmarkt angeboten, wurde von der schwedischstämmigen Immobilienfirma Akelius im Bündel mit zwei anderen kommunalen Seniorenwohnhäusern in Moabit gekauft. Und die anderen beiden Seniorenwohnhäuser sind bereits inzwischen entseniorisiert. Das Haus Hansa-Ufer hat ungefähr noch die Hälfte der Bewohnerschaft im Alter zwischen 85 und die älteste Dame ist jetzt 99 geworden. Es gibt 66 Wohneinheiten, also es sind knapp 30 Leute, die hochbetagt sind. Und als das Haus verkauft wurde an Akelius, gab es keinerlei Schutzklauseln für die alten Leute, die darin gewohnt haben. Null. Es gab allerdings ein nettes Schreiben, damals noch vom Sozialamt. Das war der Vertragspartner für die Leute, die da eingezogen sind, als es noch kommunal war. In dem stand drin, sie müssen sich über ihre Miete und über ihre Wohnung überhaupt keine Sorgen machen. Es ist alles gesichert. Und die alten Leute glaubten sich auch sicher, bis dann einige Monate nach Auslaufen der Mietpreisbindung für dieses Haus, dann drei Monate später die Modernisierungsankündigung auf dem Tisch lag mit all diesen schicken Sachen, die wir heute Abend hier schon mehrfach gehört haben. Dämmung, Schließung des Gemeinschaftsraumes, der für die alten Leute eine hohe Bedeutung hat, weil sie sich da regelmäßig treffen.
Einbau zweiter Lift, Aufstockung um ein ganzes Stockwerk, Penthäuser obendrauf und Schließung der Laubengänge und so weiter und so weiter. Der ganze Pipapo, alles, was wir schon mehrfach gehört haben. Und natürlich verbunden mit einer Mieterhöhung, teilweise bis zu 80%. Das hätte natürlich für die meisten der alten Leute bedeutet, dass sie sich die Wohnung nicht leisten können. Und die sind daraufhin 2014, als der erste Brief kam, sind sie in Widerstand gegangen. Ich denke, die meisten hier kennen das. Wir haben eine Online-Petition gemacht, die inzwischen fast 110.000 Unterschriften hat. Wir haben Flashmob gemacht, wir hatten Heiko Maas im Haus. Sämtliche Politiker sind bei uns vorbeimarschiert und haben sich fotografieren lassen für werbeträchtige Fotos. Ne? Politiker mit alten Damen kommt immer gut. Passiert ist nichts. Einzig, was wir erreicht haben durch den Druck der Öffentlichkeit, ist, dass wir es geschafft haben, dass Akelius die Bauarbeiten verschoben hat, um 3 bis 5 Jahre. Das bis 5 ist schon unter den Tisch gefallen. Jetzt heißt es nur noch bis 3 Jahre und für morgen ist eine Versammlung angekündigt. Akelius hat eingeladen zu einer sogenannten Informationsveranstaltung. Wir befürchten, dass Akelius dann verkünden will, dass sie im kommenden Jahr bauen werden. Und wir sind immer noch der Meinung, dass die alten Leute ein Recht haben, dort wohnen zu bleiben. Ihnen ist versprochen worden, ihr könnt hier in Ruhe alt werden, als Sie da eingezogen sind. Sie haben Ihre großen Familienwohnungen aufgegeben, um dort eine Einzimmerwohnung zu beziehen. Ihnen wurde versichert, ihr müsst keine Angst haben um eure Wohnung, als das Haus verkauft wurde. Und es kann nicht sein, dass die Schwächsten und die Ältesten und Krankesten der Gesellschaft ausgeliefert werden den Fehlern, die die Politik gemacht hat. Unsere Forderung ist an den Senat schon seit über einem Jahr, kauf dieses Haus zurück. Und es geht auch nicht nur um dieses Haus. Dieses Haus steht exemplarisch dafür, dass die Senioren und Seniorinnen in dieser Gesellschaft kaum mehr einen Platz haben. Es sei denn, sie sind gut betucht. Aber die mit geringen Renten, die wissen nicht mehr, wo sie bleiben können. Die Leute, die sich noch gut versorgen können, die könnten auch eine kleine Wohnung bewirtschaften. Die müssen nicht ins Altenheim. Jeder weiß, die durchschnittliche Bleibedauer im Altenheim liegt bei 18 Monaten. Bei uns im Haus versorgen die Leute sich selber. Da kommt auch ein Pflegedienst, wenn es nötig ist. Aber da gibt es eine hohe Selbstständigkeit und es gibt einen ganz hohen sozialen Zusammenhalt. Und das ist etwas, was für die alten Leute eine ganz wichtige Komponente in ihrem Leben ist. Und sowas gibt es im Altenheim in dieser Form nicht. Da findet sehr viel mehr Entmündigung statt. Bei uns gibt es selbstständige alte Menschen, die machen einen Singekreis, die machen Ausflüge, die machen Dampferfahrten, wir machen Lesungen, wir haben Veranstaltungen von Moabit liest bei uns. Es gibt ganz vieles, Filmabende, Filmnachmittage, es gibt ganz viel, was bei uns stattfindet. Die Forderung, schafft für Senioren und Seniorinnen bezahlbaren Wohnraum Berlin für alle Mieter. Und eine letzte Forderung, ganz konkret für diese Region. Genau in dieser Ecke von Moabit gibt es so viele alte Menschen, Rentner, die noch in ihren Privatwohnungen leben, wie sonst in keiner anderen Ecke des Stadtteils. Und es würde sich anbieten, dieses Haus aufgrund seiner baulichen Gegebenheiten dazu zu nutzen, um dort ein Zentrum für alte Menschen einzurichten. Es gibt in unserer Gegend gar nichts, kein einziges Angebot, das fußläufig für die Senioren und Seniorinnen erreichbar wäre. Dieses Haus würde sich anbieten, es dafür zu nutzen. Dafür ist aber ein politischer Wille und eine Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und mit dem Blick auf die demografische Veränderung zu sehen, hier ist es notwendig, dass was passiert. Und das möchten wir gerne, dass da die Politik hinguckt. Und wenn ich noch einen Satz sagen darf, wir brauchen morgen früh um 9.30 Uhr ganz viele Leute, die zu uns kommen und die Schilder hochhalten. Wir haben ganz viele Plakate vorbereitet. Die beiden Chefs von Akelius werden morgen früh um 10 Uhr kommen. Es werden aber auch die Leute von change.org kommen. 9.30 Uhr, kommt bitte, unterstützt uns. Plakate sind da. Wir brauchen Hilfe von allen, die da stehen und Akelius zeigen. Ihr könnt hier nicht unbemerkt alte Leute entsorgen. Wir wandern weiter durch die Stadt. Als nächstes sind die Mieterinnen der Wohnungsbestände der Deutschen Wohnen und Vonovia in Zehlendorf.
Ich spreche für Mieter der Deutsche Wohnen und Vonovia aus Steglitz-Zehlendorf. Das Problem, börsennotierte Finanzinvestoren dominieren unseren Bezirk und machen ihre eigene Wohnungspolitik. Unter anderem ging es um die Aushebelung des Mietspiegels. Da sind viele Prozesse geführt worden und das geht auch weiter, das ist noch nicht ausgestanden. Wie anderswo auch, dienen energetische Modernisierungsmaßnahmen der Wertsteigerung und Rendite ausschließlich. Dazu allgemein, Energieeinsparung und CO2-Reduzierung ist ein gesamtgesellschaftliches politisches Konzept. Angesichts des gravierenden Mangels an bezahlbarem Wohnraum ist eine gesetzlich Mietern auferlegte Modernisierungsumlage ohne Berücksichtigung von Sozialverträglichkeit und überprüfbarer Effizienz eher als Wirtschaftsförderung der Wohnungs- und Bauwirtschaft zu betrachten. Zitat der drittletzten Bausenatorin 2004. Es ist nach wie vor unser Ziel, dass Menschen nicht infolge übertriebener Modernisierung vertrieben werden. 13 Jahre später, inzwischen haben die Amtsnachfolger zweimal gewechselt und energetische Modernisierungen bleiben ein sogar zunehmendes brisantes Problem. Es geht bei uns also auch weiter und hat sich überhaupt nichts gebessert. Wie erfolgreiche Lobbyarbeit funktioniert, ist bisher an den Mietrechtsänderungen von 2001 bis 2013 abzulesen, die zum überwiegenden Teil in Investoreninteressen bedienen. Und auch der Umweltgedanke wird nicht nur in der Wohnungswirtschaft pervertiert, während bei Eigennutzern und kleinen Vermietern energetische Modernisierungen, insbesondere Dämmung, wegen Unwirtschaftlichkeit und zweifelhaftem Nutzen rückläufig sind, dient finanzmarktorientierten Investoren dieses Instrument ausschließlich zur Wertsteigerung mit steigender Tendenz. Dieser Zustand muss sich ändern. Deshalb erheben wir aus unserem Erfahrungsbereich heraus vordringlich folgende Forderungen. Marktmacht und politischen Einfluss von Großvermietern kontrollieren und regulieren. Eine Weiterentwicklung des Mietrechts, das dem System ausschließlich renditeorientierter Bewirtschaftungspraxis von Großkonzernen Rechnung trägt, denn dem ist die Rechtsprechung im Augenblick gar nicht gewachsen. Diesbezüglich auch eine Neujustierung des Berliner Mietspiegels und öffentliche Diskussionen zu möglichen sozialverträglicheren Alternativen. Eine repräsentative, über mehrere Jahre geführte Statistik über realen Energieverbrauch vor und nach energetischen Modernisierungen, damit man endlich Material in die Hand bekommt, um damit argumentieren zu können. Das fehlt überall und es wird auch immer unter den Tisch gekehrt, wenn man auf die Differenz zwischen abstrakten und realen Verbräuchen hinweist. Priorität von Bestandsschutz bezahlbarer, insbesondere kleinerer Wohnungen gegenüber Neubauprojekten. Ein über den Wohnbereich hinaus konsistentes Klimaschutzkonzept mit einer realen Einschätzung von Umweltnutzen in allen Sektoren sowie eine gerechte Kostenverteilung. Unsere Forderungen betreffen überwiegend die Bundesgesetzgebung. Die Berliner Landesregierung hat hier die Aufgabe, Einfluss über den Bundesrat unter anderem zu nehmen. Bäume am Landwehrkanal. Verehrte Anwesende, Achim Appel mein Name vom Verein Bäume am Landwehrkanal e.V. Uns geht es um Erhalt, Förderung und Ermöglichen nachhaltiger Nutzung der Stadtnatur im Rahmen einer doppelten Innenverdichtung, also nicht nur Verdichtung mit Beton, sondern auch mit Grün, als Teil öffentlicher Daseinsvorsorge. Wegen jahrzehntelangem leere Kassengeschwätz ein systematisch ausgebluteter Bereich in der Verwaltung, sich darum zu kümmern. Im Folgenden unterscheide ich zwischen Sach- und Verfahrens-, also der Beteiligungsebene. Das Abgeordnetenhaus muss auf beiden bessere Rahmenbedingungen schaffen, um eine partizipative, stadtökologisch zukunftsfähige Entwicklung zu ermöglichen. Dafür muss auch die Bereitschaft bestehen, sich Auseinandersetzungen um bestimmte beispielhafte bzw. beispielhaft missratene Beteiligungsprojekte näher anzusehen, dank Netz heute leicht möglich, um sie zu evaluieren und aus Fehlern des seit Dekaden gegenüber dem Gemeinwohl oft ignoranten privaten Investorenwünschen umso offeneren und deshalb enkeltauglicher Stadtentwicklung abträglichen Verwaltungsgebarens zu lernen.
Von Anbeginn müssen Naturschutzverbände, Landschaftsarchitekten und natürlich die Betroffenen gleichberechtigt an der Bauleitplanung beteiligt werden. Dazu braucht es eine Planstelle Öffentlichkeitsbeteiligung bei Senatens, damit auch all die Weisheit in seinem Partizipationshandbuch endlich ins tägliche Handeln auf den verschiedenen Verwaltungsebenen eindringt. Der Stellenwert von Stadtökologie, Klimaadaption, Stadtnaturschutz und Schutz der natürlichen Vielfalt macht sich vor allen Dingen fest am Geld. Vorschlag eines fixen Haushaltstitels Natur auch auf Bezirksebene, damit die zu erhöhenden Zuweisungen sowie die Ausgleichsmittel nicht zweckentfremdet werden. Bei Gehölzwertermittlung zum Beispiel sollte die Methode Koch Standard werden. Ich will das jetzt nicht näher ausführen. Zweitens geht es ums Personal, also sein Aufstocken. Mit Schwergewicht auf Motivation, das kommt durch angemessenes Gehalt, Qualifikation und regelmäßiger Fortbildung, vor allem in naturnaher Grünpflege. Förderung eigendynamischer Naturentwicklung, sprich artenreichem Wildwuchs. Ein Paradigmenwechsel ist hier lange überfällig. Der Senat hat für viel Steuergeld gute Strategien und Leitbilder auflegen lassen. Jüngst die Anpassung an die Folgen des Klimawandels, welche vielleicht nur konkretisiert werden und vor allem Ressourcen erhalten müssen, um endlich umgesetzt zu werden. Und dabei auch als das Vollzugsdefizite gegenüber EU-Vorgaben zu beheben. Ausweisen von Schutzgebieten, Herstellen des guten ökologischen Zustands bzw. Potenzials bei natürlichen bzw. künstlichen Gewässern, um eine Hausnummer zu geben, mindestens 10 Millionen Euro pro Jahr für Berlins Kanalnetz zur Optimierung der Mischwasserkanalisation und Vermeiden des Fischsterbens. Dabei sollten Land und Bezirke auch die Empfehlungen der mit öffentlicher Beteiligung entwickelten Unterhaltungspläne für Gewässerufer an Bundeswasserstraßen einhalten und vor allen Dingen die Mediationsvereinbarung eines 6,5-jährigen Beteiligungsverfahrens. Die wird nämlich auf Landes- und Bezirksebene gebrochen. Alle haben feierlich unterzeichnet, aber das war ja nur für die Presse. Weitere Forderungen: Baumschutz am Bau, das heißt effektive ökologische Baubegleitung, Überwachen der Einhaltung der Auflagen nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz durch entsprechendes Personal, Rücknahme der Ämtertrennung Grünflächen und Umwelt, das ist schon mal angeklungen, Aufwerten der Stellung des Senats Naturschutzbeauftragten, Gleichrangigkeit von Flächennutzungsplan und Landschaftsprogramm und vieles andere mehr. Ich bin hier. Vielen, vielen Dank. Als nächstes ist die Initiative für soziale Stadtentwicklung. Also ich bin Angelika Paul, Mitglied der Initiative Netzwerk für soziale Stadtentwicklung. Wir sind Menschen und auch Initiativen, die ihre Stadt mitgestalten wollen und die sich im Netzwerk für soziale Stadtentwicklung zusammengeschlossen haben. Unter anderem wollen wir bezahlbare Wohnungen, aber nicht Tausende von Luxuswohnungen. Wir fordern, dass Landesgrundstücke nicht für teure Wohnungen verschleudert werden. Wir fordern, dass die noch vorhandenen Grünflächen erhalten und gesichert werden, so wie es die BVV, also die Bezirksverordnetenversammlung von Charlottenburg-Wilmersdorf, aufgrund eines Bürgerbegehrens beschlossen hat. Und dieses lautet: Grünflächen wie Parks, Kleingärten, gewidmete Grünanlagen und durch die Öffentlichkeit nutzbare Flächen sind von jeglicher Bebauung auszunehmen und für kommende Generationen dauerhaft zu bewahren, sodass ihre Qualität für Naherholung, Umwelt und Klimaschutz erhalten bleibt. Die Durchgrünung der Stadt dient dem Umwelt- und dem Klimaschutz. Diese wiederum dienen unserer Gesundheit und Erhalt unserer biologischen Lebensgrundlagen. Dieses muss als Sozial- und Umweltkapital aufgewertet und nicht das Geldkapital gehätschelt werden. Der Senat hat eine Bringschuld gegenüber uns Bürgern. Wir fordern eine klimagerechte Stadt und keine Stadt für Investoreninteressen.
Genauso wie vor 100 Jahren unsere Vorfahren den Dauerwaldvertrag erstritten haben, sodass der Grunewald uns bis heute erhalten geblieben ist, fordern wir heute einen Dauergrünflächenvertrag. Zum Beispiel sind im Berliner Innenstadtring die Straßenbäume zu erhalten und bestehende Grünanlagen mit Sträuchern und dichtem Grün aufzuwerten, damit Berlin auch bei heißer werdenden Sommern eine bewohnbare Stadt bleibt. Bauherren sind Pflichten wie Dach- und Fassadenbegrünung aufzuerlegen. Nicht zuletzt muss der Senat an unser Wasser denken. Wir brauchen Versickerungsflächen, damit Starkregenereignisse nicht solche verheerenden Ausmaße annehmen, wie das Verwandeln von Straßen in reißende Ströme und Fluten von Kellern, wie es im Wasserhaushaltsgesetz seit 2009 empfohlen wird. Es gibt auch ganz viele andere Gesetze, Richtlinien und Beschlüsse. Nichts wird davon umgesetzt. Auch dafür fordern wir Grünflächen und Grünerhalt. Nachhaltige Stadtentwicklungspolitik sieht so aus: Grünflächenplanung im Zusammenhang mit Baupolitik statt Beton auf Kosten von Grün, Naturschutz und Klimapolitik. Vielen Dank. Als nächstes ist das Bündnis für ungewöhnliche Maßnahmen. Bündnis wäre schon schön, aber wir sind nur ein Büro. Aber zum Bündnis wird es auch noch. Ich habe ja den Drei-Stufen-Plan des Büro für ungewöhnliche Maßnahmen. Erstens, die 85% Mieterinnen in Berlin bilden die größte soziale Gruppe dieser Stadt. Sie sind existenziell auf die Erhaltung von bezahlbarem Wohnraum und die Durchsetzung ihrer Mieterrechte auf der Basis des Grundsatzbeschlusses des Bundesverfassungsgerichtes angewiesen. Das liegt im Presseteil beim Anhang, ist vorhin schon erwähnt worden. Berlin braucht hierfür dringend die Schaffung der großen Behörde einer Mieterbeauftragten als zentralen Anlauf Beratungs-, Beschwerde-, Vermittlungs-, Koordinations- und Planungsstelle mit großem Etat und Personal. Sie wird geleitet von einer Vertrauensperson zwischen Senat und den Wohnungs- und stadtpolitischen Bewegungen zusammen ausgehandelt. Sie leistet die Aufbauarbeit und das Controlling in folgende Richtungen: Beschwerdestelle für die Sammlung der Fehler und Analysen zur Abstellung derselben, Beratung der Bürger, Bezirke, Behörden und Senat in Rechtsfragen zur Ausdehnung der Mieterrechte und Gesetze vom Berliner Mieterrecht bis in die Bundesgesetzgebung hinein über den Bundesrat. Außerdem gibt es Beratung und Vermittlung zur Vermeidung von mieterfeindlichen Sanierungen. Koordination und Planung zwischen Senat, Bezirken und Behörden für die massenhafte und unbürokratische Ausdehnung der Milieuschutzgesetze in Berlin, für größere Personalerhöhungen durch Finanzausstattung der Aufsichts- und Ordnungsämter, bei sehr hohen Strafen für straffällig gewordene Hausbesitzer. Dann, ja, ich kann das zusammenfassen, dann sind alle platt. Das wäre die soziale Stadt. Also wir haben mit dem Programm sehr viel und sehr umfassend gearbeitet. Wenn das alles, wenn die zwei nächsten Punkte auch noch gelöst sind, haben wir das Gros der Probleme durch. Also Punkt 2, sollte dies nicht so einfach bis gar nicht gehen, dann müssen wir energisch eine Ausweitung der Transparenzgesetze fördern in Richtung der Offenlegung sämtlicher Immobilienbesitze mit Vermietungscharakter. Jetzt habe ich ein bisschen gezögert, denn das
wird dann fällig in Bund und Ländern für alle Abgeordneten, für, Moment, das, ich bin ja sofort fertig, das wird jetzt, für alle Abgeordneten, für alle leitenden Verwaltungsbeamten und für alle Bürger. Ja, und jetzt kommt's. Also, es geht um das Transparenzgesetz. Es geht darum, dass das gilt für besonders Immobilien und die mit Vermietungscharakter. Das alles für die Abgeordneten, die Verwaltungsbeamten und für alle Richter dieser Stadt. Das sind genau die Stellen, wo eine große Ignoranz gegenüber der Herstellung der Mieterrechte festzustellen war. Es wird dann im Wesentlichen eines hervortreten, der Angstschweiß. Wo der hervortritt, hat er recht. Wir haben nämlich inzwischen Kontakt mit Transparency Deutschland aufgenommen. Wir lassen aber, das können Sie schon mitnehmen als Positives des Abends, wir lassen aber brav, fein alles erstmal in der Schublade, denn jeder muss eine Chance haben, jeder, auch der Senat. So, Punkt 3, jetzt sind wir durch. Punkt 3, das ist der kürzeste. Also Punkt 3, das Ganze wird nur klappen, wenn wir uns jetzt zusammenreißen. Wir uns jetzt zusammenreißen, zusammentun und zusammenschließen. Das wird dann noch zum Schluss untermauert mit einem News und jetzt bin ich wieder in der falschen Zeile. Ja, also einfach alles hier bleiben, es lohnt sich. Wie heißt es so schön? Wir bleiben alle. Als nächstes haben wir Initiative für eine Stadt von unten. Hallo, ich bin Lisa von Stadt von unten. Die Verdrängung einkommensarmer Mieterinnen und des Kleingewerbes geht nahezu ungebremst weiter. Bezahlbare Wohnungen, die auch für Empfängerinnen von Transferleistungen in Frage kommen, sind in der Innenstadt kaum noch zu bekommen. Der Wohnungsneubau in der gegenwärtigen Form löst das Problem nicht. Gebaut wird vor allem für vermögende Eigentümerinnen. Die wenigen neuen Sozialwohnungen sind erstens teurer als der Berliner Mietendurchschnitt, zweitens laufen die Mietpreis- und Belegungsbindungen nach wenigen Jahren aus und drittens wiegt deren Zahlen nicht annähernd die jährlich aus der Bindung herausfallenden Wohnungen auf. Das Wenige, was an sozialer Wohnraumförderung stattfindet, erweist sich letztlich als Subventionsprogramm für Privateigentümer. Noch immer werden dringend benötigte öffentliche Flächen und Gebäude aus der Hand gegeben und zu hohen Preisen an Privatinvestorinnen verkauft. Mit der Folge, dass dort eine Entwicklung mit bezahlbaren Wohnungen und Gewerbe sowie der nötigen sozialen Infrastruktur verunmöglicht wird. Die Initiative Stadt von unten fordert ein Modellprojekt, selbstverwaltet und kommunal, für eine gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung, das diesen Problemen konkrete Lösungsansätze entgegensetzt. Erstens ein Ende der Privatisierung öffentlicher Flächen und Gebäude. Zugunsten einer Entwicklung dieser Liegenschaften in öffentlicher Hand. 100% zur Miete ohne Eigentumswohnung. Zweitens die Abkehr von einer Politik der sozialen Mischung, die in der Vergangenheit immer große Nachteile für ärmere Bevölkerungsteile mit sich gebracht hat. Stattdessen soll das Modell 100% bezahlbare Wohnungen und Gewerberäume bieten, dauerhaft abgesichert, für immer sozial gebunden. Drittens eine Absage an vermeintliche Beteiligungsmechanismen, die kaum Mitsprache und Mitbestimmung ermöglichen. Eine tatsächliche Planung von unten muss eine substanzielle Teilhabe von Mieterinnen, Nachbarinnen und Initiativen am gesamten Planungs- und Entwicklungsprozess garantieren. Voraussetzungen hierfür sind ein Bestandsschutz der bestehenden Mieterinnen und Nutzerinnen und die Anerkennung von Initiativen und kollektiven Projekten als Trägerinnen einer gemeinwohlorientierten Stadtentwicklungspolitik und nicht nur als Störer dieser. Wir fordern den Senat auf, die Privatisierung des sogenannten Dragoner-Areals durch die BIMA zu stoppen und dort ein solches Modellprojekt selbstverwaltet und kommunal zu verwirklichen. Um eine echte Teilhabe von unten zu ermöglichen, müssen den Mieterinnen, Nachbarinnen und Initiativen ein Kiezraum als Treffpunkt, Ort zum Kennenlernen und zur
Organisationen zur Verfügung gestellt werden. In diesem Sinne, raus aus der Investorfalle, Stadt von unten, Stadt für alle. Am Kreuzberg, Kreuzberger Horn. Das Kiezbündnis am Kreuzberg und die mit ihm verbundene Initiative und Stadtteilzeitschrift Kreuzberger Horn, hier, so sieht die aus, haben über einen längeren Zeitraum hinweg nachbarschaftliche Strukturen angestoßen, zu denen der monatliche Kiezratschlag, das ist eine Collage, die wir das öffentlich ankündigen, sowie jeweils im Spätsommer die sogenannte Kiezwoche mit dem Hornstraßenfest als Abschluss gehören. Katrin Spätbecher nickt, war letztes Mal immer dabei. Ja. Im Kontext des mietenpolitischen Themenfeldes wurden unter anderem zahlreiche Kiezspaziergänge durchgeführt zu Häusern mit die problemverbundenen Luxusmodernisierung und so weiter. Das lasse ich immer weg. Dazu ist sehr viel von anderen auch gesagt und gefordert worden heute. Daneben bildeten in jüngerer Zeit größere Bauvorhaben einen Schwerpunkt, da sie im Falle der Realisierung unser Wohnumfeld sehr entscheidend verändern würden und uns auch als einzelne Wohnende. Dazu gehören jüngere Pläne für Riemers Hofgarten sowie der Rathaus, dann auch am Landwehrkanal, das Postbankgelände und der Rathausblock mit dem sogenannten Dragoner-Areal, das bisher von der BIMA veräußert wurde, dann aber im Moment dann der Verkauf wurde parlamentarisch gestoppt. Auf diesen Komplex möchte ich mit ein paar Sätzen noch eingehen, wurde ja eben schon auch von Stadt von unten, aber ich will trotzdem eingehen, da unser Kiezbündnis in Kooperation mit anderen Initiativen wie Stadt von unten, Upstall e.V., Wem gehört Kreuzberg, Dragopolis sowie dem Einrichtung Gretchenclub seit längerer Zeit zahlreiche Aktionen auf dem Gelände, also wir waren daran beteiligt und wir fordern von den politisch Zuständigen, dass sie mit allen ihnen gegebenen Möglichkeiten auf eine Rückabwicklung des momentan blockierten Verkaufs drängen und Druck machen, da die Renditeerwartung bei dem sehr hohen Kaufpreis nicht sozialverträglich ist, erwarten lassen und dass dann eine Weiterentwicklung stattfindet in Verbindung mit kiezbezogenen Gruppierungen, dass die in Gang gesetzt wird. Und dazu gehören, letzter Satz jetzt, nach unserer Vorstellung, auch, also vor allen Dingen auch die Kombination von ansässigem Gewerbe und neu zu schaffendem, unbedingt bezahlbaren Wohnraum. Dann die Sache auch noch mit dem Kiezzentrum und so, das ist schon gesagt worden. Dankeschön. Ja, wir machen jetzt den Beitrag aus Neukölln, der eine sehr gute Arbeit über das gesamte Spektrum des Milieuschutzes darstellt in den verschiedenen Ebenen, in der er stattfinden soll oder nicht stattfindet. Danach machen wir dann die Zusammenfassung. Genau. Danach machen wir die Zusammenfassung und danach machen wir das, wo ich jetzt schon mal einen Zettel rumgehen lasse, nämlich wir geben eine Veranstaltung bekannt, bei der hoffentlich genauso viele Leute hinkommen wie hier und noch mehr, weil dann wären ja auch die Neuköllner wieder dabei und alle, die nach Neukölln gegangen sind. Ich darf euch den Vortrag des Bündnisses für bezahlbare Mieten Neukölln vorlesen. Das Bündnis bezahlbare Mieten Neukölln existiert seit 2013. Es wurde von Quartiersräten ins Leben gerufen, die kritisierten, dass die Verdrängung der Bewohner durch Modernisierung und Mieterhöhungen im Programm Soziale Stadt bei der Stadt, Senatsentwicklung für Stadtentwicklung und vor allem Bezirksamt Neukölln kein Thema war. Bald sind Vertreter von Hausinitiativen, der Berliner Mieterverein, der Berliner Mietergemeinschaft und auch Vertreter der Grünen und der Linken hinzugekommen. Insgesamt ist es also ein heterogenes Bündnis, das die Erhaltung und auch die Schaffung von preiswertem Wohnraum zum Ziel hat. Eine der Forderungen war die Einführung von Milieuschutzgebieten im Norden von Neukölln. Dieses haben sie weitgehend geschafft. Die aktuellen Strategien und Forderungen sind auf der Bezirksebene: Erstens, Wächterfunktion. Bei der Milieuschutzsatzung ist nicht genügend Personal da. Werden Luxusmodernisierungen tatsächlich untersagt? Werden Mieter über ihre Rechte informiert? Wird das Vorkaufsrecht wahrgenommen? Zweitens,
Zweckentfremdungen, Leerstand. Werden Leerstände tatsächlich vom Bezirk verfolgt? Werden Ferienwohnungen tatsächlich in eine normale Vermietung zurückgeführt? Drittens, neue Baugebiete. Festlegung der Schaffung von preiswertem Wohnraum bei Bebauungsplanverfahren. Auf der Landesebene, erstens, landeseigene Wohnungsunternehmen, tatsächliche Umsetzung des Mietenvolksentscheids, Änderung der Wahlordnung für Mieterräte, damit kein willkürlicher Ausschuss möglich ist. Zweitens, Erhöhung der Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau und für die Modernisierung von Wohnungen. Drittens, Änderung der Zweckentfremdungsverbotverordnung, dass der Abriss preiswerter Wohnungen verhindert und Luxuswohnungen nicht als Ersatzwohnraum angerechnet werden darf. Viertens, Umwandlungsverordnung, tatsächliche Verhinderung der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen, Ausnahmen beschränken. Fünftens, Bereitstellung von Haushaltsmitteln, damit das Vorverkaufsrecht bei Spekulationshäusern von den Bezirken auch tatsächlich wahrgenommen werden kann. Auf der Bundesebene, erstens, Änderung der Mietpreisbremse, damit sie auch tatsächlich wirkt. Zweitens, Abschaffung der Modernisierungsumlage auf die Mieter. Drittens, Wiedereinführung der Wohnungsgemeinnützigkeit in einer neuen Form. Danke. Wir würden jetzt wahrscheinlich noch viele Dinge sagen können. Also wir haben ja schon gemerkt, dass uns die Probleme unter den Nägeln brennen. Und ich mag auch allen, die jetzt so viel Geduld hatten, hier zugehört haben, nur sagen, das ist nur ein kleiner Ausschnitt sozusagen des wohnungspolitischen Desasters. Ja, wir könnten mit viel mehr Initiativen hier stehen und an alle, also auf allen Seiten hier, wir werden auch mit mehr Leuten vor den Türen stehen, wenn von diesen Forderungen nicht alle gehört werden. Ja, also der Druck ist da, das ist auch allen bekannt. Insofern schauen wir hoffnungsvoll auf die Dinge, die da geschehen. Barbara wollte so eine Art abschließendes Wort sagen und du kannst dann noch deine Ankündigung machen. Ja. Aus Zeitgründen haben wir Ihnen heute nur einige Facetten des ständig wachsenden Netzwerks der Wohnungs- und stadtpolitischen Bewegung darstellen können. Nicht glatt gebürstet und in keine homogene Form gegossen. Uns alle verbindet ein Gedanke, wir wollen dieser Stadt- und sozialpolitischen Entwicklung, so wie sie sich heute darstellt, einen Richtungswechsel verordnen und den schnell. Wir haben die Probleme erkannt und denken auch Lösungsmöglichkeiten mit. Und wir wollen Ihnen als neu gewählte politische Entscheidungsträgerin einen Impuls geben. Verlassen Sie die festgefahrenen Denkmuster und Lösungsansätze und hören Sie aufmerksamer als bisher auf die Stimmen der Stadtgesellschaft. Der heutige Abend soll nur der Auftakt sein zu einem fortzusetzenden Denkprozess und daraus folgendem Handeln. In der Zwischenzeit werden wir unser Netzwerk weiter ausbauen und strukturieren. Verabschieden wollen wir uns mit dem Auftrag, in dieser Legislatur für den Schutz der Berliner Einwohnerinnen mindestens genauso viel engagierte Kreativität zu entwickeln, wie die Immobilienwirtschaft für ihre Lobbyarbeit und um unscharfe Gesetze für sich zu nutzen. Dass bald gehandelt werden muss, ist wohl fast allen klar. Sonst können auf der nächsten Immobilienmesse gleich ganze Stadtteile als Schnäppchen weitergereicht werden. Noch ein paar wichtige Sätze zu der Plakatausstellung, die hier steht und die hier steht von der Grunewaldstraße, die zusammengestellt haben. Und dann zu dieser Veranstaltung noch ein paar Worte und dann sind wir durch. Wir bleiben alle. So, danke Kurt. Ja, wir haben uns da sozusagen ein Projekt eingetreten, was für uns ein bisschen zu groß ist. Das ist diese Wall of Shame, die ist anlässlich der Mietenstopp-Demo und unserer Tour der Entmietung. Das war eine Pressetour zu 4 Entmietungsfällen, so in der Mitte Berlins. Haben wir diese Tour durchgeführt und am Ende die Wall präsentiert. Das sind insgesamt jetzt 16 Plakate. Und wir würden die gerne am Leben erhalten. Zumal darüber, wenn man sie dann sieht, die Einzelfälle, viel gesprochen wird, es reflektiert, es bringt Leute in Empörung. Ich sag mal, sie erregt Aufmerksamkeit, ja, weil viel Details zu einzelnen Schicksalen dahinter, den Schweinereien
aus der Immobilienwirtschaft etc. aufgedeckt werden. Was wir gerne möchten, ist einfach eure Teilnahme. Also die Wall soll wachsen und sie soll auch Ausstellungsorte finden, damit mehr Leute drüber reden. So wie zum Beispiel auch mit Herrn Geisel hatten wir das Vergnügen. Ja, Sie, Herr Geisel? Genau. Ja, ja, da wird es so nass und da müssen wir aber noch ein bisschen was für tun, dass die trocken bleibt. Wir hatten auf Michael Müllers Abschlusskundgebung das Vergnügen, eine Zusatzinformationsveranstaltung abzuhalten. Die hat die Polizei dann als Gegendemo registriert. Aber Herr Geisel war so nett und hat sich besorgt gezeigt und entrüstet, was in seiner Stadt so passiert und auch Hilfe angeboten. Und wir wollen ähnliche Aktionen wie diese, also auch nochmal, um in Erinnerung zu rufen, worum es uns hier geht, weiter durchführen. Das heißt, diese Wall soll wachsen und weiter wandern. Und wer da mitmachen möchte, der kann sich dann an uns wenden, unter anderem unter der Adresse bündnisgegenentmietung@gmx.de. Das ist eins von vielen Beispielen. Ich denke, ein sehr gutes, was man alles machen kann, wenn es zusammen gemacht wird. Wenn wir in den Kiezen mehr werden sollen, dann müssen wir im Gesamten mehr werden und uns im Gesamten zusammentun. Und dann haben wir auch in den Kiezen mehr. Und im Moment ist es so, dass alle sich in die Kieze zurückgezogen haben und im Grunde dort vernischen, würde ich sagen, und nicht weiterkommen. Also wäre diese Chance heute, das war die Überlegung, warum wir diesen Flyer gemacht haben und einen Termin draufgeschrieben haben, 5.12., das wäre eine Möglichkeit, dass sich alle hier wieder treffen, dass man neue Leute anspricht, Initiativen, die nicht hier waren, und dann ein großes gemeinsames Ganzes zusammen aufbaut mit Regeln und mit Möglichkeiten, die wir dann alle zusammen bestimmen können, ohne dass es in irgendeiner Form hoffentlich Probleme gibt. Also überwintern am besten mit dem Gefühl, gemeinsam geht's besser. 5.12. Wir bleiben alle und wir kommen alle. Damit beschließen wir jetzt die Veranstaltung. Es gibt, glaube ich, viele Hinweise auf Aktivitäten, die wir alle gemeinsam angehen sollten und können. Und euch und eure Arbeit hier werden wir im Auge behalten. Aber das wisst ihr eh. Insofern allen einen schönen Abend. Also nicht die Augen.